Herzlich willkommen bei einer neuen Folge Relikte der Vergangenheit. Mein Name ist Random Life und heute sind wir bei der NS Ordensburg Vogelsang in Schleiden in der Eifel und wir haben heute zwei gute Sachen. Wir werden uns einmal das gesamte Gelände anschauen und später haben wir noch die Möglichkeit, mit dem Museumsdirektor Thomas Kreies zu sprechen und der wird uns exklusive Einblicke in die Geschichte, aber auch in die Örtlichkeiten geben. Und da kann ich euch auf jeden Fall sagen, das wird heute ein ziemlich spannendes Video und ich wünsche euch viel Spaß dabei. Symmetrie, Kunst des kleinen Mannes. Also das war Teil dieser Beeindruckungsarchitektur. Der Architekt hieß übrigens bezeichnenderweise Clemens Klotz. Und müssen immer bedenken, das waren ja keine Soldaten, ne? Das waren Verwaltungsschüler, ne? Die hier ausgebildet wurden, ne? Dabei. Ne? Aber getreu dem Grundsatz, der Einzelne zählt eigentlich nichts, sondern er zählt halt immer nur als Teil der Gemeinschaft. Also Schuluniformen gibt es auch in anderen Ländern, aber jeden Tag die Fahne hissen, hier in Reihe und Glied antreten, den Gruß erbringen. War tatsächlich aber einer auch der schlimmen Verbrecher, denn diese Gleichschaltung gerade im Laufe des Jahres 33, die lief natürlich wahnsinnig schnell. Millionen Zwangsarbeiter, größtenteils natürlich unter unwürdigen Bedingungen und die gleiche Zahl nochmal in den besetzten Gebieten. Ne? Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Relikte der Vergangenheit. Mein Name ist Random Life und wir befinden uns heute an der NS Ordensburg in Vogelsang. Und heute ist mit mir der Thomas Kreies. Und ich freue mich, dass wir heute hier die Möglichkeit haben, mit Ihnen auf Exkursion zu gehen und uns einige Gebäude von innen anzuschauen und natürlich die Geschichte einmal hautnah live zu erleben. Und vielleicht können Sie uns ein, zwei Sätze geben, wie ist das Ganze damals entstanden in der NS-Zeit, wofür war dieses Gelände und was ist vielleicht auch in der Nachkriegszeit passiert? Ja, Ausgangspunkt war das enorm schnelle Wachstum der NSDAP und man wollte dann also Menschen heranziehen, die Parteiverwaltung und natürlich öffentliche Verwaltung übernehmen. Und dann hat man sich dieses Ordensburg-System überlegt, ne, und hat diese Einrichtungen an vier Stellen geplant im Reichsgebiet. Also die eine halt hier relativ nah an der deutsch-belgischen Grenze und wollte hier so seinen, ich nenne es jetzt mal in Anführungszeichen, Nachwuchs, Verwaltungsnachwuchs heranziehen. Und hat dann in relativ schneller Zeit von 1934 bis 1936 diese Architektur hier hingesetzt, der Architekt Clemens Klotz, der das Ganze hier aufgezogen hat, der auch für andere Bauten verantwortlich zeichnete und ab 1936 dann diesen in Anführungszeichen Ausbildungsbetrieb hier begonnen mit 2.500 jungen Männern, die man dann eigentlich herangezogen hat. Also da war wenig Verwaltungskompetenz gefragt und ganz, ganz viel Ideologie ist denen vermittelt worden dabei. Und diese NS Ordensburg war sehr stark im Zweiten Weltkrieg von der NS-Ideologie geprägt, aber in der Nachkriegszeit gab es auch eine gewisse Nachnutzung. Ja. Können Sie da vielleicht auch ein bisschen drüber erzählen? Ja. Also wie die Abläufe waren, unmittelbar zum Ende des Ersten Weltkriegs, erst die Amerikaner nach einem sehr intensiven Kriegsgeschehen, gerade hier in der Gegend, auch für die Amerikaner ja leider sehr verlustreich, haben das dann hier an die Briten übergeben. Sie sprechen den Hürtgenwald an und die Ardennenoffensive, oder? Genau, genau. Also das muss man ja sagen, also völlig unsinnige Ereignisse. Ich meine, Krieg ist immer unsinnig, aber in der Form zu dieser Kriegsphase, da hat die Wehrmacht sich ja wirklich nochmal mit allem dem Vormarsch der Alliierten, also hier insbesondere den Amerikanern, entgegengestellt.
und haben das Ganze dann an die Briten übergeben. Dann wurden ja die Besatzungszonen eingerichtet und die Briten haben ja Nordrhein-Westfalen unter anderem übernommen und haben das dann aber hier an die Belgier übergeben. Wir sind ja nur ein paar Kilometer weg von der belgischen Grenze. Die Belgier haben das häufiger für die Briten auch an anderen Standorten, etwa in Köln und dergleichen, haben die ja Standorte übernommen. Und hier auf der NS-Ordensburg gibt es auch Ausstellungen, habe ich gesehen. Eine ganz wichtige ist die Dauerausstellung. Können Sie vielleicht da auch noch mal ein, zwei Worte drüber verlieren? Ja, also die ist 2016 dann geöffnet worden. Das Gelände selber ist schon Jahreswechsel 2005, 2006 für die Menschen wieder geöffnet worden, auch relativ schnell mit Führungen versehen. Die Ausstellung ist sehr sorgfältig vorbereitet worden, auch mit der Uni Heidelberg zusammengearbeitet in einem mehrjährigen Projekt. Die zeigt die Geschichte dieser NS-Ordensburgen in all ihren Facetten, inklusive natürlich der Verbrechen, die von den hier ausgebildeten Ordensjunkern dann ab dem Überfall auf Polen und auf die Sowjetunion in Osteuropa verübt worden sind. Also wenn Sie bedenken, über 300.000 Ermordungen von, na, ich sage jetzt mal, rund 500 Ordensjunkern, die dann dort eingesetzt gewesen sind, dann wissen Sie, dass Vogelsang natürlich in der Geschichtswissenschaft einen klassischen Täterort darstellt. Ne? Absolut. Ja. Und die Aufklärung ist heute wichtiger denn je. Und ich würde mir natürlich wünschen, dass durch dieses Video weitere Menschen auf diesen Ort aufmerksam werden, international und hier auch diesen Ort besuchen, damit wir weitere Aufklärung durchführen. Und ich bedanke mich an dieser Stelle und wünsche euch jetzt gute Unterhaltung bei dieser Folge Relikte der Vergangenheit. So, direkt am Eingangsbereich. Wir sind nicht weit von der Hauptstraße oder Hauptzufahrtsstraße, befinden sich direkt hier zwei Gebäude. Und an diesen Gebäuden thront ein Reiter auf einem Pferd. Und auf der linken Seite finden wir noch eine Relieffigur. Die gucken wir uns jetzt einmal an. Und ich kann euch auf jeden Fall sagen, wenn ihr hier hinkommt, nehmt ausreichend Zeit mit und schaut nach gutem Wetter, weil weiter unten habt ihr einen wunderschönen Blick auf den Stausee. Man kann auch runtergehen, man könnte ihn auch theoretisch umwandern, aber dafür braucht man in Summe, glaube ich, so 6-7 Stunden, wenn man das hier alles sehen möchte. Und so, also das ist die Hauptzufahrtsstraße. Und hier das zweite Gebäude auf der linken Seite, auch mit einem Relief. Und über die Zufahrtsstraße kommt man hier auf das Gelände. Und wir gucken uns jetzt einmal das zweite Relief an. Und das ist das Schöne hier. Man hat die Möglichkeit, das gesamte Gelände abzuwandern. Und es sind überall so Schautafeln. Also auch wenn man eine geführte Route wandern möchte oder laufen möchte, ist das hier möglich. Und überall sind dann Schilder, die man sich dann durchlesen kann mit Informationen zu den jeweiligen Punkten. So, hinter dem Baum befindet sich das Relief. Und da sehen wir auch einen Reiter auf einem Pferd. Und schaut mal, das beste Wetter. Unfassbar gut. Und auch richtig spannend. Das sehen wahrscheinlich die wenigsten, wenn die hier hinkommen, weil man natürlich das Relief im Blick hat. Hier hinter findet sich der alte Sportplatz oder einer von den Sportplätzen. Die hat nämlich mehrere. Da gehen wir mal ganz kurz hoch. Und dann zeige ich euch das. Oh, der Hund hat... Ne, es freut mich immer wieder, wenn der Hund gut drauf ist. Ich habe auch schon andere Zeiten mit ihm gesehen. So, hier haben wir einen alten Fußballplatz, eine alte Sportstätte, die damals in der Nachkriegszeit von den alliierten Streitkräften genutzt wurden. Und es wird aber immer noch gepflegt. Und das ist gar nicht mal so normal. Viele Friedhöfe, Ehrenfriedhöfe sogar, werden teilweise nicht gepflegt. Und das ist dann immer schön zu sehen, dass auch solche Orte, die gehören immerhin zu unserer Geschichte, gepflegt werden.
So, auf der linken Seite finden wir ein Gebäude und hier auf der rechten Seite ein weiteres Gebäude. Und wir gucken uns jetzt einmal die Schautafel an. So, der Eingangs- und Wachbereich, da wo wir uns gerade aufhalten, da vorne ist der Eingangs- und Wachbereich, da gehen wir natürlich auch gleich hin, entstand in der zweiten Bauphase der Ordensburg ab 37. Zunächst wurde das zentrale Tor- und Wachgebäude errichtet. Ihm wurden 39 zwei Flügelbauten angefügt. Diese schließen die Anlage links und rechts mit zwei Querbauten ab, die wiederum durch Türme begrenzt werden. Nach der ursprünglichen Planung sollten die Türme mehr als doppelt so hoch werden, blieben jedoch unvollendet. Die Türme tragen an den Frontseiten Propagandakunst. Der Westturm zeigt einen idealisierten Ordensjunker, der Ostturm einen mittelalterlichen Ordensritter. Damit konstruierte der Bildhauer eine künstliche Tradition. Der Bezug auf dem mit dem Schwert missionierenden deutschen Orden sollte die profane Erziehungsanstalt für den nationalsozialistischen Funktionärsnachwuchs zu einer Einrichtung von historischer Bedeutung erhöhen. Beiderseits der Durchfahrt des Wachgebäudes standen ursprünglich steinerne Adlerskulpturen. Das belgische Militär ersetzte die Adler, nachdem Hakenkreuz, das wichtigste Herrschaftssymbol des Nationalsozialismus, durch Löwen, das Wappentier Belgiens. Die Säulen an den Innenseiten der Tordurchfahrt wurden 1939 nachträglich eingefügt und sind dekorative Elemente ohne konstruktive Funktion. Genau, das gucken wir uns jetzt mal an. Also hier finden wir den rechten Flügel, vor uns das Wachgebäude. Da wurden damals die Papiere kontrolliert. Nicht jeder durfte ja hier drauf, militärisches Sperrgelände mit den wichtigsten Funktionären. So, und daran sieht man, dass es Diego gut geht, er zieht. So, wir gucken uns ein Gebäude mal vom Nahen an. Und für die Region normal sind die Fichten. Ich hoffe, ich habe nichts Falsches gesagt jetzt. Weil die, also häufig hat man ja den Wald nach dem Krieg aufgeforstet mit Fichten, weil die sehr schnell gewachsen sind und man das Holz natürlich benötigte für den Bau, aber auch für die Heizen, fürs Heizen. Und manchmal weiß man nicht unbedingt, ob das alles noch original ist oder ob das durch die belgische Armee damals nachträglich angebracht wurde. Die Türen hier vorne mit hoher Wahrscheinlichkeit nachträglich angebracht. Aber genau kann ich es euch nicht sagen. So, und da vorne kommen wir schon auf das Wachhäuschen zu. Und da waren, wie gesagt, die Adler mit den Hakenkreuzen drauf. Die hat man dann demontiert. Und die belgischen Löwen drauf gemacht. So, wir befinden uns jetzt direkt vor dem Wachhaus. Das ist ganz klassische alte Nazi-Architektur. Und hier waren damals die Reichsadler mit dem Hakenkreuz drauf. Die wurden hier rausgeklöppelt. Man kann es ganz leicht noch erahnen. Aber hat man wirklich komplett demontiert. So, die Säulen sind, wie gesagt, nachträglich angebracht worden, haben keine tragende Funktion. Und jetzt müssen wir aufpassen, dass wir nicht überfahren werden. So, hat geklappt. Schaut euch das mal an. Ich gehe mal ein bisschen weiter zurück, damit ihr einen besseren Überblick über das Gebäude und den Aufbau habt. Da vorne liegt ein Propeller von einem Flugzeug. So, mal gucken, ob man hier hochgehen kann. So, Spinnenweben. Also hier ist schon lange keiner mehr hochgegangen. So, ich muss wieder einmal drehen. Diego hat mich in Beschlag genommen. So. Also hier war ich tatsächlich noch nicht oben. Scheint aber bewohnt zu sein, deswegen gehen wir auch nicht weiter. Auf jeden Fall imposanter Ausblick.
So, da oben standen wir gerade auf der Promenade. So, im Hintergrund sehen wir das alte Wachhäuschen. Und an einem Wachgebäude müssen natürlich auch immer die Fahrbereitschaft sein. Und die Fahrbereitschaft hatte man hier auf dieser Seite. Die gucken wir jetzt auch noch an. Und hier der Blick durch die Zufahrtsstraße. Schon bemerkenswert. Und das Wetter, das spielt halt mega mit. Also mehr kann man gar nicht haben. Mehr Glück. Und das sieht wirklich so aus, als ob hier Leute wohnen. Aber ich glaube, das sind Unterkünfte, die man mieten kann. Oldtimer-Museum. Ach, ein Oldtimer-Museum ist hier drin. Spannend. Ja, in der Fahrbereitschaft macht ja auch Sinn. So, hier haben wir die Fahrbereitschaft. Die ist natürlich viel größer. Auf der Rückseite befinden sich die ganzen Parkplätze. Aber ich möchte euch hier diese steinernen U's zeigen. Die sind garantiert Nachkriegszeit. Aber hier die Tür ist natürlich phänomenal. Das ist original. Originales Holz aus den 30er Jahren. Das ist schon wirklich sehr spannend. Und da auf diesen Simsen, nenne ich sie jetzt mal, waren höchstwahrscheinlich Lampen montiert damals oder Fackeln, irgendwie so. Auch hier zweite, es war halt eine Einfahrt und eine Ausfahrt. Schon enorm. Und das ist, wie gesagt, gerade ganz, 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 ganz kleiner Teil von dem, was wir uns noch anschauen. Wo ich gerade eigentlich hin wollte, ist da vorne, wahrscheinlich seht ihr es kaum, da vorne sind sogenannte Panzerbühnen. Ich weiß gar nicht, ob man die so nennt. Da konnte man die Panzer drauf fahren oder andere Fahrzeuge und die konnte man dann warten. Und da habt ihr schon mal eine ganz, ganz kleine Ahnung von dem, was euch gleich noch erwartet an Aussicht. So, hier links ist der Besucherparkplatz, da habe ich auch mein Auto geparkt. Die sehen das auch nicht ganz so gerne, wenn man hier wild parkt. Deswegen tut euch selber den Gefallen und parkt immer an den gekennzeichneten Parkbuchten. Genau. So, und der Diego, der geht gleich ins Auto. Und wir haben dann beide Hände frei zum Filmen. Und dann kann ich euch noch ein bisschen mehr Informationen geben und ein bisschen weniger Ruckel, also ruckelfreier Film. Darum. So, das ist auch bemerkenswert. Ich glaube, das steht mittlerweile sogar unter Denkmalschutz. Das ist in der Form die letzte erhaltene Tankstelle, die es gibt. Nachkriegszeit übrigens, die ist nicht aus der NS-Zeit. Und hier konnten dann die Militärangehörigen ihre Fahrzeuge auftanken. Und jeder, der so ein bisschen auf Retro und so weiter steht, glaube ich, der wird sich hier über diese Bilder ganz besonders freuen. Toll, oder? Ein bisschen Gegenlicht. Wir haben gerade ultimativ gutes Wetter. Tolle Sonne. So, und hier waren die Wachhunde. Diego, mal gucken, ob du die noch riechen kannst. Wir können mal da hingehen. Und derjenige, der kein Auto hatte, der konnte hier mit dem Bus fahren. Ich denke, das sind Hundezwinger, oder? Sind irgendwie nicht unterteilt, oder? Doch, da sind Hundezwinger. Ach, guck mal. Er will auch schnell weg. So, der Diego ist im Auto. Jetzt habe ich auf jeden Fall beide Hände frei für den wirklich spannenden Teil. Wir sehen hier die Kaserne, den Kasernenbereich. Und hier unten, weil den Soldaten war natürlich gerade in Friedenszeiten auch schnell langweilig. Deswegen gab es hier verschiedene Möglichkeiten, sich abzulenken. Ihr habt den ersten Sportplatz schon gesehen. Und das hier ist ein Kino. Ich hatte einmal Glück bisher und konnte es von innen sehen. Wunderschön. Noch original gehalten. Also mindestens mal aus der Zeit nach dem Krieg. Und wir gehen jetzt mal runter.
So. Also wir schauen uns zusammen noch kurz das Modell an und dann gehen wir in den Kinosaal. So, bitteschön. So, jetzt sind wir also im belgischen Kulturkino. Ein originales Denkmal aus den 50er Jahren. Wir können gerne noch mal einmal hier uns zusammen um dieses Modell herumstellen. Von den Belgern hier ab 1951 hier hingesetzt, als klar war, wie viel Platzbedarf die haben für ihre Soldaten, war dann 53, 54 fertig. Aber dieses Modell, das ist also ein... Kommen Sie ruhig ein bisschen rum, dann sehen Sie besser. Das ist ein aktuelles Modell, nochmal zur Rekapitulation. Also hier oben, Adlerhof, sind wir gestartet, waren auf dem Appellplatz, hier die Runde gedreht, hier in einem der Kameradschaftshäuser waren wir, oberhalb vom Sportplatz haben wir gestanden, hier auf der Lichtung, da war dieser Fackelträger, so sieht dieses Haus der weiblichen Angestellten aus, aber auch so Bruchstein verkleidet. Dann sind wir hier hoch an dem Van Doren, an dem großen L, vorbei. Das ist hier ausgespart. Zum Zeitpunkt des Modells ging man davon aus, dass es abgerissen würde. Jetzt ist uns avisiert nochmal eine Förderung vom Bundestag. Also wir wollen dann nochmal eine digitale oder mediale Präsentation machen zur Gesamtgeschichte des Ortes und der Region. Also auch der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts waren in der Burgschenke und sind jetzt daran vorbei hier in dem Kino. Hier lag nur ein Fundament. Man wollte hier nämlich einen Hörsaal einrichten, die Kapazität erweitern auf 1200 Plätze und das in Verbindung mit einem sogenannten Haus des Wissens, das da stehen sollte, wo jetzt dieses Van Doren steht. Und da kann ich Ihnen dann nur die Zeichnungen zeigen von Clemens Klotz, von dem Architekten. Das sieht man hier, also so ganz zentralperspektivisch, so ein bisschen babylonischer Stil sieht man da. Und dazu müssen Sie wissen, das sollte also 100 Meter hoch sein und der ganze Komplex 250 Meter lang. Zum Vergleich nochmal, der Turm hier 48 Meter hoch und da sind sie topografisch natürlich noch höher. Ziel wäre gewesen, dass man also die Spitze bis ins Rheinland hätte sehen können sollen. Wie gedacht wurde, zeige ich Ihnen hier nochmal mit einer weiteren Zeichnung. Also so hatte sich Clemens Klotz die Ehrenhalle vorgestellt. Sehen so ein bisschen wie Reichskanzlei Adolf Hitlers. Übrigens hier unten, das soll die Größe eines Menschen darstellen. Ne? Also getreu dem Grundsatz. Der Mensch ist klein und der Staat, symbolisiert durch die Architektur, ist entsprechend groß. Dazu ist es natürlich nicht gekommen. Dazu sollte gehören, also hier der Hörsaal. Dahinter, wo heute der Parkplatz ist, ein 250 Meter langes Schwimmbad. Darum eine Ferien- oder Hotelanlage KDF Kraft durch Freude mit 2000 Betten. Zum Vergleich dieses Hotelprojekt hier in diesen Hundertschaftshäusern. Maximal 200 Betten. Ne? Also das wäre nochmal so eine Art Prora in der Eifel geworden. Dazu noch ein Stadion mit 30.000 Plätzen, dichter besiedelt war, aber die Gegend hier auch nicht. Ein Haus des Sports. Dazu ist es alles nicht mehr gekommen. Was gestanden hat, ist dieser große Komplex vorne, durch den Sie wahrscheinlich durchgefahren sind, Malakow mit dieser Tordurchfahrt. Das war Fahrzeughof, Werkstattbereich, sowohl in der NS-Zeit als auch in der belgischen Zeit. Diesen Namen Malakow, russischer Ingenieur, den haben auch die Belgier dem Ganzen natürlich gegeben. Dort hat sich noch ein Sprung in die Jetztzeit niedergelassen, ein Opel-Oldtimer-Sammler. Da gibt es natürlich Diskussionen hier, ob das nicht besser an den Nürburgring gehört. Also die Ausstellung ist eigentlich fertig entsprechend. Und auf der größeren Seite, der östlichen Seite, auf der westlichen Seite, diese kürzere Steg, da hat sich niedergelassen ehrenamtlicher Verein für Luftkriegsgeschichte. Die haben während der letzten 20 Jahre hier die Absturzstellen von alliierten Fliegern gesucht, gefunden und identifizieren dann mit amerikanischen, britischen Stellen unzweifelhaft die Opfer. Da bekommen die Familien also 80 Jahre später nochmal endgültige Gewissheit, dass ihr Familienangehöriger hier abgestürzt ist. Die planende Ausstellung zu dem Kriegsgeschehen hier in der Gegend nochmal sehr intensiv. Uns ist immer wichtig, dass keinerlei Verherrlichung, Romantisierung von Krieg erfolgt, sondern dann ganz klargestellt wird, wer aus welchen Motiven diesen Krieg hier über ganz Europa gebracht hat. Dieses Kino hier, das nutzen wir sehr intensiv. Also morgen ist hier eine Veranstaltung, aber wir machen hier in der Regel so unsere Programme für Schulen gegen Rassismus, Prävention gegen Antisemitismus, arbeiten auch mit den Geflüchteten hier zusammen. Wir haben hier eine große Flüchtlingsunterkunft, haben hier Archiv, Bibliothek, Sammlung.
Ja, und dann, ich sage mal so schön, wir sind ja hier in dem belgischen Bereich eher, ist es schnöde Veranstaltungsstätte. Also hier waren im September Brings mit 2 Konzerten, die machen den Saal, also in dem wir jetzt gehen zum Abschluss, die machen den wirklich voll. Da sind die Eifeler wirklich in ihrem Element und Blackfoes und Höhner sind hier so in der Gegend auch sehr beliebt. Dann aber auch die Big Band der Bundeswehr macht hier Benefizkonzert. Die Aachener Symphoniker haben spontan ein Benefizkonzert gegeben nach der Flut vor 3 Jahren, von der die Gegend hier auch sehr stark betroffen war. Und dann treten schon mal so Künstler auf. Annette Frier war hier, Bastian Pastewka, Christoph Maria Herbst. Ist immer so die Möglichkeit, Veranstaltungen zu organisieren, für die man ansonsten von hier aus eine Stunde Fahrt bis nach Köln, Bonn oder Aachen hat. So, und den Saal würde ich Ihnen jetzt ganz zum Abschluss noch ganz gerne zeigen. Hier sind wir in der alten Garderobe. Sie werden merken, die riecht auch nach 50er Jahre. Das liegt aber, glaube ich, vor allem an dem Linoleumboden. So, hier ist die alte Kinokasse. Und hier geht's in den Saal. Oh. Ja. Sie sehen, hier ist schon abgesperrt für morgen, wenn die Veranstaltung ist. Ist jetzt leider ein bisschen schummrig, aber ich hoffe, Sie können die Dimensionen so ein bisschen sehen. So, sind alle da? Ja, also das ist der Kinosaal des belgischen Kulturkinos, bis zu 1200 Plätze. Dann sehen Sie, da sind hier unten aber auch nochmal 200 Plätze. Ursprünglich waren diese knorrigen Stühle, die waren hier auch in dem Parkett. Die mussten aber abmontiert werden, weil die Chöre, Orchester meistens noch mehr Platzbedarf hatten. Vorne unter der vorgebauten Bühne ist ein Orchestergraben, wie gesagt, einer der wenigen. Oben, wo diese Fensterscheiben sind, ich hoffe, man kann das trotz der Dunkelheit so ein bisschen sehen, da ist der Projektorraum. 2 große analoge Projektoren haben hier einen ehrenamtlichen Verein, der versucht, die wieder zum Laufen zu bringen. Wobei, wenn wir hier schon mal Film vorführen, dann machen wir das digital. Wir hatten hier letztes Jahr Greenscreen-Tour mit dem nordrhein-westfälischen Umweltminister als Beispiel. Ja, dann tagt hier schon mal der Kreistag Euskirchen, der Eifelverein macht schon mal Mitgliederversammlung. Und es gibt noch ein spezifisches Programm, auf das möchte ich Sie ganz gerne noch hinweisen. Und zwar haben wir eine Kooperation mit der Murnau-Stiftung. Ne? Ich weiß nicht, ob Sie das kennen. Also die verantworten die NS-Propagandafilme, die sind ja nicht frei zugänglich, sogenannte Vorbehaltsfilme. Der NS-Staat hat also unter Goebbels über 1000 Filme gedreht. Da sind dann so Sachen dabei wie Jud Süß als Beispiel, so die Verunglimpfung aller jüdischen Menschen 1937, 1934, Hitlerjunge Quecks, das war so der Versuch, die jungen Menschen auf die NS-Bewegung einzuschwören. Und die Nationalsozialisten, die haben also unter Goebbels bis in die letzten Kriegstage haben die Filme gedreht, dann so Durchhaltefilme wie Kolberg, also um den Widerstandswillen der Menschen gegen Vormarsch der Roten Armee und der Alliierten zu strapazieren. Vordergründig Schwarz-Weiß-Schinken, aber wenn Sie das so mit jungen Menschen durchgehen und dann auch nochmal in Seminarform vertiefen, die ja in der Regel sehr firm sind im Einsatz ihres Handys als Videotool und so die Mechanismen von Propaganda und Manipulation nachvollziehen, ist das eigentlich immer sehr anschaulich, muss man sagen. Und die Nationalsozialisten haben sich ja auf diese Medien, also Film und auch Radio und so, das waren ja noch relativ neue Medien, da haben die sich ja massiv drauf gestürzt. Ne? Ja, das waren so die Sachen, die ich Ihnen vorstellen wollte. Sie können natürlich alles nochmal nachlesen. Wir haben einen ausführlichen Ausstellungskatalog, auch bei
Kleinere Heftchen auch in Französisch und Niederländisch, auch zum Thema Umweltschutz gibt es eine Menge. Wenn Sie nochmal rekapitulieren wollen, wo Sie waren, Wikipedia-Eintrag ist auch relativ aktuell. Wenn Sie uns was Gutes tun wollen, immer gerne Schulklassen empfehlen. Also das ist ja so unsere Hauptbestimmung. Wir haben übrigens auch unten in Gemünd eine Jugendherberge, die nach Vogelsang lautet. Da kann man also auch Klassenfahrten machen, auch Jüngere schon. Die können dann Umweltbildung machen. Ist eigentlich immer ganz süß, wenn die mit den Rangern, mit den Hüten hier übers Gelände laufen dabei. Jetzt gleich können Sie gerne hier geradeaus direkt rausgehen. Wenn Sie direkt zum Parkplatz wollen und nochmal auf Toilette müssen, schließe ich auch gerne nochmal auf. Ein Angebot hätte ich noch. Und zwar können wir zusammen vielleicht nochmal einen Blick in die Künstlergarderobe werfen. So. Ja, Sie sehen, auch hier haben die Belgier nichts mehr verändert, alles so gelassen. Okay, der Papier genau. So, ich hatte ja gerade schon erwähnt, dass es sich hier um eine Kaserne handelt. Das ist die belgische Kaserne Van Doren. Ihr seht auch am Baustil, das ist alles Nachkriegszeit, insbesondere am Material. Und so sollte das damals alles aussehen. Das hier ist die Ehrenhalle, Haus des Wissens, Planungsstand. Und ich lese euch mal einmal die Informationen hier von diesem Plakat vor. Nachdem Vogelsang 1950 von der britischen Armee an die belgischen Streitkräfte übergegangen war, entfaltete diese umfangreiche Bauaktivitäten. Der Bevölkerung in der Region wurde bald deutlich, dass das belgische Camp Vogelsang kein Provisorium sein sollte. Erst zum 1. Januar 2006 wurde das Gelände an die Eigentümerin, nämlich der Bundesrepublik Deutschland, zurückgegeben. Also von 1950 bis 2006, 56 Jahre, war das hier tatsächlich nicht deutsches Staatsgebiet, sondern war einmal von den Briten und dann an die belgischen Armeen übergeben worden. Auf den Fundamenten, die von den Nationalsozialisten für ein monumentales Haus des Wissens gelegt worden war, errichtete die belgische Militärverwaltung den wichtigsten Nachkriegsneubau des Standortes der Kaserne Van Doren, benannt nach einem im Krieg gegen Nazi-Deutschland gefallenen belgischen Offizier. Dabei verwendeten sie als nördliche Außenwand eine mehr als 100 Meter lange Stützmauer, die 1940 bis 1941 gebaut worden ist, die das abfallende Gelände zur Seeseite egalisieren sollte. Rein optisch hatte man versucht, auch sich hier an die örtliche Architektur anzunähern. Deswegen hat man hier auch Grauwacke eingesetzt. Aber ihr seht es am Putz, das ist auf jeden Fall nicht aus Nazi-Deutschland, sondern in der Nachkriegszeit gebaut worden. So, an dieser Stelle auch mal was Persönliches. Normalerweise bin ich ja immer im Untergrund aktiv oder da, wo wenig Menschen sind. Deswegen ist das Sprechen, das freie Sprechen da deutlich einfacher. Hier hören einem 1000 Leute zu und das macht mich tatsächlich ein bisschen aufgeregt. Aber ist auch mal eine neue Erfahrung. Definitiv eine spannende Erfahrung. So, hier nochmal der Blick zurück. Und jetzt seht ihr links schon, was ich meinte mit toller Aussicht. Also ich kann euch nur empfehlen, auf jeden Fall mal hier hinzukommen. Das ist einfach phänomenal. Einfach eine tolle Aussicht. Und jedes Mal wieder imposant hierher zu kommen, also schon toll. So, und das ist die Rückseite von der Kaserne. Und hier seht ihr, da hat man tatsächlich die Architektur
und das Außenbild aufgenommen. Hinten hat man wahrscheinlich ein bisschen Material gespart. So, das ist auch der Besucherrundweg, den wir gerade gehen. Wir kürzen das allerdings oder schneiden es ganz kurz, um einmal hier links den Ausblick zu bekommen. Jetzt seht ihr den wunderbaren Ausblick auf den Stausee. Unglaublich. Schaut euch das mal an. Das ist einfach gigantisch. Und originale Lampen von damals. Die hatten ja dann relativ schnell den Volksempfänger, ne? Ja. Ja, okay. Ja, und diese Wochenschauen, in die sie die Leute geschickt haben. Ja. 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 So, hier können wir auch Platz nehmen, da sind Tische und Bänke. So, hier sind auch Tische und Bänke. Wo die Bilder sind, in den Saal gehen wir gleich noch zusammen. Aber hier wollte ich Ihnen erst ein paar Sachen zeigen. Sie können gerne Platz nehmen, damit wir da alle was sehen können. Also hier sind wir jetzt in der sogenannten Burgschenke. Die gehört also auch zu dem historischen Gebäudeensemble. Also kommen Sie gerne hier hin, dann können Sie noch auf die Bilder gucken, wenn Sie ein bisschen weiter rüberkommen. Gehörte auch zu dem historischen Gebäudeensemble, war 1936 auch fertig, ist aber natürlich von den Belgern auch 1:1 so genutzt worden, sonst wäre es natürlich nicht erhalten. Ich sage immer im Scherz hier, die Belgier hatten auch niederländische Gäste mit den orangen Lampenschirmen, also die stammen nicht aus der NS-Zeit, sondern erst später hier aufgehangen. Ja, dieser Saal hier, bis zu 500 Plätze, so vom Stil her rheinische Brauhauskultur, ist jetzt Geschmackssache, aber gibt es in Köln natürlich auch in einer ähnlichen Form. Hier feierte man, oben auf der Balustrade feierte die Führungscharge und Sie sehen das hier auf den Bildern, wie man die Feiern in der NS-Zeit eingerichtet hat. Sie sehen im Untergeschoss auch noch eine original erhaltene Kegelbahn. Hier unten rechts ist jetzt wieder ein Bild in Farbe aus der belgischen Zeit. Also Tag der offenen Tür oder in dem Fall jetzt hier Adventscafé. Man lud also hier die einheimische Bevölkerung ein, um sich auszugleichen. Es gab einen Kommandanten, Viktor Neels, von 1970 bis 1980 bei den Belgiern. Der wird hier sehr in Ehren gehalten. Also er hat sich sehr um den Ausgleich bemüht. Nachdem ist auch eine Brücke unten über die Oft benannt. Insgesamt war die Situation, können Sie sich vorstellen, 1945 ja sehr ambivalent. Also wenn Ihr großer östlicher Nachbar sie zweimal überfällt, die Belgier, die Niederländer, aber auch die Luxemburger, um dann immer nach Frankreich durchzumarschieren, wirkt das natürlich nicht unbedingt vertrauensbildend und in der Situation war man. Dazu muss man wissen, wir sind ja hier relativ nah an der deutsch-belgischen Grenze. Der erste Teil auf der belgischen Seite ist auch heute noch deutschsprachig. Ich hatte ein paar Mal gewechselt auf der Karte. Wenn man ganz weit zurückgeht, also anfangs war ja Napoleon mit auch auf der deutschen Seite bis zum Rhein, ne, hier, auf der heute deutschen Seite. Dann Wiener Kongress ist das ganze Preußen zugeschlagen worden. Also auch hier die Gegend war ja nicht Preußen. Die Preußen haben das übrigens hier Preußisch-Sibirien genannt, weil es auch für sie ungewohnt kalt war in der Eifel. Aber auch natürlich der heute ostbelgische Teil ins Deutsche Reich integriert und mit den Versailler Verträgen zum Ende des Ersten Weltkrieges dann Belgien zugeordnet. Und die Wehrmacht ist dann 1940 wieder einmarschiert und hat das Ganze gleich wieder reintegriert, so ein bisschen wie Elsass-Lothringen im Großen. Ne?
Vor dem Hintergrund, finde ich immer, ist es den Belgern, den Niederländern, Luxemburgern, aber auch natürlich vor allem den Franzosen hoch anzurechnen, dass sie die Deutschen in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts an der Entwicklung Europas, jetzt egal wie man zu Brüssel und Bürokratie und so steht, also zur EU, wieder haben mitwirken lassen. Da hätte es auch wirklich andere, oder hat es auch andere Modelle gegeben. Und dafür steht natürlich auch Vogelsang, weil hier im Prinzip natürlich mehr Menschen aus den ganzen westeuropäischen Ländern miteinander geübt haben in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts, als hier vorher Ordensjunker ausgebildet worden. Also, wie ich sagte, Briten, Niederländer und dann auch deutsche Soldaten wieder. Ein anderes, wofür Vogelsang auch steht, ist sicherlich die NATO. Macron hat ja 2019 noch für Hirntod erklärt. Und jetzt haben sich mit Schweden, Finnland die Länder wieder beworben und sind wieder aufgenommen worden, was offensichtlich keine Alternative zu dem Sicherheitsbündnis gibt. Vermutlich auch nur mit den Amerikanern im Rücken so vorstellbar. Und das hier ist natürlich einer der Truppenübungsplätze, wo die Menschen oder die Soldaten aus den ganzen westeuropäischen Ländern über Jahrzehnte miteinander dieses Sicherheitsbündnis geübt und trainiert haben. Ne? Ja, jetzt würde ich Sie tatsächlich bitten, dass wir nochmal aufstehen, weil in den Saal wollte ich mit Ihnen noch reinschauen. Da gibt es noch so ein, zwei Dinge, auf die ich Sie gerne hinweisen möchte. Und zwar einmal sehen Sie jetzt hier links, oberhalb von dem Kamin, wieder ein Relief von diesem Willy Meller, von diesem Bildhauer. Wir sagen über ganz schlichte NS-Kunst, ne? Ohne jede Abstraktion, Germane jagt Römer in der Mitte, das ist Odin, verfolgt diesen römischen Soldaten, also das nimmt wieder Bezug auf die Varus-Schlacht, Arminius-Schlacht, also diese Erzählung, dass man den Römern schon überlegen gewesen ist. Sie sehen an dem Bild hier, das ist auch wirklich authentisch erhalten. Sie sehen, die Lampen haben anders ausgesehen in der NS-Zeit. Ne? Und dann sehen Sie auf diesen Bildern hier, so ein bisschen wie diese männerbündische Gesellschaft hier getagt und gefeiert hat. Ne? Also solche Säle hier, die sind natürlich auch von den NS-Honorationen regelmäßig genutzt worden. Und dann wollte ich hier vorne mit Ihnen nochmal diesen Rundblick nutzen. Wir schauen hier zum einen jetzt nochmal auf den Nationalpark Eifel, sehen so ein bisschen die auch zuweilen die Sorgen der Nationalparkkollegen. Also der Wald sieht nicht immer so gut aus. Versuchen vor allem Buchenwald nachzuziehen, das entspricht hier so der natürlichen Vegetation. Wir schauen auch auf den Urftsee, der kann übrigens reguliert werden, ne? Also der niedrige Wasserstand, der korreliert jetzt nicht mit der Regenmenge. Und Sie schauen hier auf diese Hundertschaftshäuser, die ich erwähnt hatte, Sie sehen drei von den vieren, nach vorne sind die dreigeschossig, also Riesengebäude. Da entsteht übrigens ein Hotelprojekt eines niederländischen Investors, da gibt es natürlich Diskussionen hier, ob hier ein Hotel hingehört an so einen Ort. Für unsere Tagungs- und Bildungsaktivitäten sind die Übernachtungsmöglichkeiten aber recht wichtig. Hier oben haben wir uns vor 2,5 Jahren mit der deutschen Außenministerin gestanden, 8. Mai, da war Kriegsendetag. Da war hier in Nordrhein-Westfalen war Wahlkampf und es war so neblig, man hat gar nichts gesehen. Also diese Witterungslage kommt hier auch häufiger vor vom See. Wir waren aber mit ihr da drüben, wo das große grüne Fenster ist, in der Ausstellung, in der Dauerausstellung zur Geschichte der NS-Ordensburgen. Und da ist ganz am Ende der Ausstellung ist so eine große Osteuropa-Karte. Und da ist überall, wo ein hier ausgebildeter Ordensjunker dann als Gebietskommissar eingesetzt gewesen ist, ist ein Lämmchen. Und die heutige Ukraine, die ist also voll mit Lämmchen. Es war just die Woche kurz nach Anbruch des Krieges Russlands gegen die Ukraine, als Baerbock dann auch erstmals in ihrer Funktion nach Kiew fuhr, muss man natürlich aus einer deutschen Sicht auch gut im Hinterkopf haben, dass man da doch eine besondere Beziehung auch zu Osteuropa hat. Da blieb sie auf jeden Fall auch länger stehen. Ja, jetzt würde ich mit Ihnen aufbrechen zu unserer letzten Station, zum sogenannten belgischen Kulturkino. Das ist jetzt ein originales Denkmal aus den 50er Jahren, also einer der größten noch erhaltenen Kinobauten. Und da würde ich Ihnen auch noch ein bisschen zeigen, was die Nationalsozialisten auf dem Gelände hier sonst noch geplant hatten. Und dann haben sie es geschafft. Ich glaube, ich habe Ihre Zeit schon ziemlich strapaziert jetzt. Ja, es gibt ja immer mal wieder auch Dokumentationen von Himmler zum Beispiel. Der hatte die Wewelsburg für sich in Anspruch genommen und hat da verschiedenste Mythologien praktiziert. Es gab einen runden Raum, wo ganz viele Fundamente waren, wo dann die Urnen der verstorbenen SS
Helden dann auch aufdrapiert wurden. Und das war damals so, dass es dann halt in der Mythologie dann weiterging, nach dem hiesigen Leben dann in einer höheren Sphäre, keine Ahnung. Also ja, teilweise haben sie die Mythologie auch richtig krass praktiziert und ja, aus heutiger Sicht für mich jedenfalls nicht nachvollziehbar. So, also Burgschenke. Architektonisch aus meiner Sicht total spannend, weil hier dieses Vordach ist tatsächlich nur gute 2 Meter hoch. Man hat also das Gefühl, dass man hier sich den Kopf stößt und dadurch hat man natürlich sofort ein besonderes Empfinden. Und so ein bisschen wie so in so einem Ausguck bei der Jagd oder der Seeschlitz in einem Bunker hat man hier nur einen ganz kleinen Bereich, wo man runtergucken kann. Ich zeige euch das mal. Im Verhältnis sieht das ungefähr so aus. Und das Gebäude hat man an einigen Stellen, ihr seht es da vorne, das Grün, den grünen Bereich, hat man geöffnet, um das Bauwerk metaphorisch auch von der Nazi-Ideologie zu befreien. So, und hier seht ihr den Blick auf den Stausee. Und hier links die Burgschenke. Und auch hier wieder die Simse. Und hier sehen wir richtig, wahrscheinlich wird hier damals eine Flamme oder so drauf gestanden haben. Der Zugang, obwohl das ist tatsächlich Strom, so wie das aussieht. Naja, wir fassen jetzt mal nicht dran. Von da sind wir gekommen, da waren wir gerade und jetzt gehen wir hier die Treppen runter. Und hier gibt es auch etwas, was ich euch gerne zeigen möchte. Und zwar sind hier mittlerweile so viele Menschen runtergegangen, dass die Stufen an einigen Stellen so richtig ausgetreten sind. Ja klar, wenn 500 Leute zum Essen fassen gehen und dann hier runter gehen, dann bleibt das nicht aus, ne? Hier gibt es so einen Ausguck. Und jetzt sind wir unten unter der Burgschenke. Ich könnte mir vorstellen, dass hier vielleicht die Küche war. Ne, hier ist ein Bowling. Bowlinganlage, schaut mal. Da, Bowlinganlage. Ja, ist eine Bowlinganlage. Und hier sehen wir tatsächlich noch die originale Beleuchtung auf den Simsen. Schaut mal. Das könnte allerdings auch Nachkriegszeit sein. Ja, das ist Nachkriegszeit. Das wird Nachkriegszeit sein. So, hier war die Messe. Schaut euch mal diese Tür an. Die ist ja spannend. Hier befindet sich das gerade ein Abbruch. Hier ist leider nichts zu sehen. So, Leute, schaut euch das einfach mal an. Das war wahrscheinlich für die Besseren. Mega. Einfach nur gigantisch. Das Wetter. Und hier hatte man eine kleine Aussichtsplattform. Und konnte dann die Aussicht genießen. Rechts sind wir gekommen und hier nochmal der Blick über die Anlage. Oh, die Türen sind normalerweise verschlossen, also ich habe sie auf jeden Fall noch nie aufgesehen. Das ist quasi nur ein Durchgang.
gibt hier auf der Anlage auch einen Bunker. Der ist höchstwahrscheinlich aber verschlossen. So, und vielleicht hole ich mir gleich noch einen Kaffee, um das Ganze hier zu unterstützen. Das bedeutet, die ganzen Gäste hier, oder die Autos vielmehr, die sind hier gar nicht, um sich die Anlage anzugucken, sondern um hier einen schönen Kaffee zu trinken anscheinend. Und genießen da oben die Aussicht. Ja, das dürft ihr jetzt auch. Wir befinden uns jetzt unterhalb vom Restaurant. Und hier gibt es eine Öffnung im Gebäude, um einfach die Öffentlichkeit auch Einblick, also dass die Öffentlichkeit reingucken kann und dass es nicht so verschlossen ist wie damals in der NS-Diktatur. Turm und schaut mal hier, das ist einfach grandios. Schauen wir hier natürlich auf den Urfsee. Haben wahrscheinlich auch schon übers Gelände geblickt. Der Urfsee, der ist übrigens 1903, 1904 aufgestaut worden. Also nicht in der NS-Zeit. Der geht hinten über in den Ruhrsee, da hinten, wo die Gebäude sind. Und der Ruhrsee ist am Anfang auch noch naturberuhigt und dann aber hinten raus streng touristisch, also zumindest im Sommer jetzt nicht mehr so, mit Wassersport und allem. Wir schauen dann hier auf das Gelände. Ich möchte Ihnen da wieder ergänzend ein Bild zeigen. Also ich sprach ja davon, dass 1939 die Arbeiten, also mit Beginn des Zweiten Weltkrieges, eingestellt worden sind. So sah das Ganze aus. Sie sehen alles streng symmetrisch, ne? Symmetrie, Kunst des kleinen Mannes. Also das war Teil dieser Beeindruckungsarchitektur. Der Architekt hieß übrigens bezeichnenderweise Clemens Klotz, hat die Anlage hier verantwortet, auch Krössensee, eine weitere Ordensburg und Prora auf Rügen. Das ist so eine riesige Ferienwohnanlage, ich weiß nicht, wer die kennt. Ne? Also der war quasi für die Imponierbauten im Nationalsozialismus zuständig. Ne? Sie sehen hier, es gab also 10 von diesen Kameradschaftshäusern. 2 haben übrigens einen Treffer abbekommen da auf der Seite. Wir gehen da gleich noch runter. Die sind nicht wieder aufgebaut worden, also deswegen ist die Symmetrie auch durchbrochen. In diese Kameradschaftshäuser passten jeweils 60 Personen. Wir gehen gleich in eines rein, dann sehen Sie das so vom Aufbau. Hätte man also 600 Plätze gehabt auf der Seite. Sind noch 4 größere Häuser, 4 sogenannte Hundertschaftshäuser, also es wären nochmal 400, sprich in Summe 1000 Plätze gewesen. Es waren im Maximum immer so 500, 550 Leute hier, die hier für ein paar Monate interniert waren. Dann ging es nach Krössensee, dann sollten sie eigentlich nach Sonthofen, dazu ist schon nicht mehr gekommen in dem Ringsystem und Marienburg, die 4. Ordensburg, ist dann schon gar nicht mehr gebaut worden dabei. Was ich Ihnen aber noch zeigen wollte, ich hoffe, man kann das so ein bisschen erkennen, also hier ganz hinten im Hintergrund, da ist nur eine Bruchsteinmauer ab 1939, die hat da gestanden, da hatten die Nationalsozialisten noch sehr weitgehende Planungen. Ich nenne das mal so eine Art Prora, so eine Art Germania in der Eifel. Also eigentlich sind nur 40% der ganzen Anlage realisiert worden, also 60% zum Glück nicht. Und da haben die Belgier dann diese große Kaserne hingesetzt, die sie wahrscheinlich gesehen haben, wenn sie vom Parkplatz aus hier rübergekommen sind, Van Doren. Heute, also es war der erste getötete belgische Soldat im Zweiten Weltkrieg. Das größte Gebäude, was wir hier haben, im Vergleich zu dem, was die Nationalsozialisten aber noch geplant hatten, eigentlich fast eher eine Hundehütte dabei. Aber da kommen wir später zu. Jetzt wollte ich mit Ihnen erstmal auf diesen Appellplatz hier blicken. Und zwar zeige ich Ihnen ein Bild von dem ersten Jahrgang. Sie merken, es hat geregnet hier diese Woche, dann klebt das iPad so ein bisschen. Aber hier ist es. Also hier sehen Sie ein Bild von dem ersten Jahrgang, wie der hier angetreten ist, Herbst 1936. Da sind die noch in Zivil, strahlen also noch so eine gewisse Individualität aus. Und die Szenerie ist schon völlig klar. Da oben, wo wir eben waren, da stehen immer die, die vermeintlich was zu sagen haben. Die müssen da hochblinzeln. Wenn die Sonne hier scheint, was schon vorgekommen sein soll, dann steht die 12 Uhr mittags immer hier genau hier oben drüber. Ne? Also auch die ganze Ausrichtung der Anlage in Nord-Süd-Richtung folgt also so bestimmten Maßgaben. Heute würde man Verschwörungstheorien sagen dazu. Was ich Ihnen dann aber zeigen wollte, ist, wie das kurze Zeit später ausgesehen hat.
Das sehen Sie hier, also tagtäglich, in Uniform, in Reihe und Glied, die Fahne hissen als tägliches Ritual, wie man das von so einem faschistischen oder totalitären Staat ja auch erwarten würde. Ne? Und müssen immer bedenken, das waren ja keine Soldaten, ne? Das waren Verwaltungsschüler, ne? Die hier ausgebildet wurden, ne? Dabei. Ne? Aber getreu dem Grundsatz, der Einzelne zählt eigentlich nichts, sondern er zählt halt immer nur als Teil der Gemeinschaft, insbesondere der ja sehr strapazierten Volksgemeinschaft, ne? Was sie hier vermittelt bekommen haben. Im Übrigen kann man auch den Rassismus, der denen hier anheim wurde, den kann man recht einfach erklären. Wir haben ja die Ausstellung genannt, Bestimmung Herrenmensch. Das war so das Versprechen an die hier Ausgebildeten. Ihr seid die Herrenmenschen, die Welt zu beherrschen, in Anführungszeichen. Und wo in so einer Ideologie natürlich vermeintliche Herrenmenschen existieren, existieren dann natürlich auch vermeintliche Untermenschen. Das waren vor allem jüdische Menschen, slawische Menschen. Ne? Und das haben die hier tagtäglich in den Kopf gehämmert bekommen. Und das kann ich schon vorwegnehmen. Das hat natürlich entsprechend stark auch gewirkt. Ne? Ja, diese Adolf-Hitler-Schüler während der Kriegszeit, die sehen Sie hier. Also Schuluniformen gibt es auch in anderen Ländern. Aber jeden Tag die Fahne hissen, hier in Reihe und Glied antreten, den Gruß erbringen. So gehen wir zum Glück heute mit unseren Schülerinnen und Schülern nicht um, war aber natürlich Teil der ideologischen Erziehung, die hier praktiziert wurde. Ne? Und dann, hier sehen Sie diesen Aufmarschplatz, wie der hier genutzt worden ist. Also das ist jetzt ein Bild vom 30. Januar 1939. Die NS-Feiertage oder Feierlichkeiten wurden also auch hier Jahr für Jahr in der beschaulichen Eifel miteinander begangen, wie man sie so ein bisschen vom Brandenburger Tor vom 31. Januar 1933 kennt. Ne? Also mit Fackeln und wieder in Uniformen und in Formationen, ne? Dabei. Ne? Die Aufmerksamkeit der NS-Riege war entsprechend hoch. Hier sehen Sie also Hitler, der war zweimal hier, immer wenn der Westwallfahrt machte, der ja vom Niederrhein bis in den Schwarzwald ging. Da machte der hier Station. Sie sehen hier Himmler, auch für diese Anlage insofern relevant, als der sich mit diesem Germanenkult, also Rückbezug der deutschen Rasse auf germanische Wurzeln, sehr beschäftigte. Das trieb die ja extrem um. Der war ansonsten für die SS zuständig, die unter anderem an der Wewelsburg in Westfalen ausgebildet wurde. Ich weiß nicht, wer da von Ihnen schon mal war. Ne? Auch so runde Räume mit schwarzer Sonne und andere Verschwörungsmythen. Hier in der Mitte ist Robert Ley, nicht immer so bekannt, aber der war Leiter der Reichsarbeitsfront. Ihm schreibt man auch die Idee zu diesem Ordensburg-System zu. Vermeintlich Typ lustiger Rheinländer, ist hier in dem Hörsaal regelmäßig alkoholisiert aufgetreten, hat dann auch den Spitznamen Reichstrunkenbold. War tatsächlich aber einer auch der schlimmen Verbrecher, denn diese Gleichschaltung gerade im Laufe des Jahres 1933, die lief natürlich wahnsinnig schnell. Als Beispiel, 2. Mai 1933 hat man die Gewerkschaftshäuser besetzt, hat die in einem Einheitsbund zusammengeschlossen, auch die Arbeitgeberverbände, hat deren Vermögen konfisziert und aus solchen Geldern wurden dann solche Prestigebauten wie der hier wiederum finanziert. Ne? War später auch als Reichsorganisationsleiter für die Zwangsarbeit im Deutschen Reich zuständig. Nach dem Überfall auf die Sowjetunion gab es also 13 Millionen Zwangsarbeiter, größtenteils natürlich unter unwürdigen Bedingungen. Die gleiche Zahl nochmal in den besetzten Gebieten. Ne? Also der war schon massiv an den Verbrechen beteiligt. Hat sich in Nürnberg bei den Nürnberger Prozessen auf der Zelle qua Selbstmord dem zu erwartenden Todesurteil entzogen. Und hier ganz rechts noch aus Ihrer Sicht, das ist Manderbach. Das ist der Kommandant dieser Einrichtung hier gewesen. Auch bezeichnet, dass man dem an der Schule so einen Namen gibt hier. War ja keine Militäreinrichtung. Von 1936 bis 1939, also als hier wirklich die Ausbildung lief. Ja, ansonsten waren auch andere Leute hier vor Ort. Goebbels, Göring, Hess. Von Goebbels sind hier Reden in Ton überliefert, die der hier in dem Hörsaal gehalten hat. Also quasi so seinen Hass an seine Eingeweihten gepredigt hat. Dieser Platz hier ist auch genutzt worden, um ausländische Staatsgäste, also befreundeter Staaten, zu empfangen. Das war dann in der Regel so Botschafter von Japan, Rumänien, Italien. Mussolini war nicht hier, sage ich gleich. Also ist nicht überliefert und gibt es auch keine Bilder von. Ja, jetzt würde ich mit Ihnen die lange Treppe hier runternehmen. Auf der Seite sehen unten schon diese grünen Fangzäune. Und dann würden wir in eines der Kameradschaftshäuser gehen.
Einen Hinweis wollte ich Ihnen noch geben. Ich weiß nicht, ob Sie noch länger hier in der Gegend sind. Aber wenn Sie unten an der Treppe auf den gegenüberliegenden Hügel schauen, dann sehen Sie oben so eine kleine Kirchturmspitze rausschauen. Die Kapelle, das ist Wollseifen. Das ist eine Episode aus der britischen Truppenübungsplatzzeit. Das war so ein typisches Eifeldörfchen, sieht man hier mit viel Fachwerk. Das haben die Briten in den Truppenübungsplatz integriert. Die Leute mussten ja relativ schnell eine neue Bleibe suchen. Und die Belgier haben dann, wie man hier sieht, ab 1950 da Häuserkampf praktiziert. Hier ist heute eine Gedenkstätte und eigentlich, man kann von hier aus eine ganz nette Wanderung machen. Also komplett durch den Nationalpark Eifel von hier hin und zurück, etwa 2 Stunden. Ja. So, und jetzt gehen wir mal los, würde ich sagen. Ja? Ich gehe mal vor. Ich dachte ja, Treppenstufen und so weiter, die sind hier immer extrem unregelmäßig. Ich frage, ja. Wenn er hier gelegen war, ja. War da früher auf die Strecke da ein Adler? Wo? So auf die Baum. Und das Interessante, was er gerade erzählt hat, hier vorne findet ihr in dem Bereich gegenüber von der Staumauer hier vorne, ein Bereich, der nicht so aussieht wie hier, wie alles andere. Das war damals der Kugelfang für die Panzer, die hier geschossen haben. Und hier auf der anderen Seite auch dieses große Fenster. Und man hat wirklich den Eindruck, dass man von der einen Seite auf die andere Seite schauen kann. Grundsätzlich bin ich kein Freund davon, Bauwerke, insbesondere Bauwerke, die unter Denkmalschutz stehen, zu verändern. Insbesondere, weil es halt auch überhaupt nicht passt. Aber man hat damals das bewusst gemacht, um hier mit der Nazi-Ideologie zu brechen. So, und schaut mal hier. Finden wir einen Reichsadler, ein Relief eines Reichsadlers. Und höchstwahrscheinlich war das Fenster damals nicht vorhanden, sondern hier war wahrscheinlich ein Hakenkreuz drin. 100% kann ich es aber nicht sagen. Ich muss ein bisschen zurückgehen. So, da habt ihr es einmal komplett drauf. Hier haben wir den Aussichtsturm und wir gehen noch mal hier hoch. Und auch hier wieder die wunderschöne Aussicht. Also Restaurant ist nicht nur draußen, sondern auch drin. Und das Wetter. Einfach unglaublich. Schau mal hier. Dieses Detail. Hoppala. Da. Haben bestimmt auch nicht viele gesehen. Okay. Unglaublich. Unglaublich. So für eure Orientierung, also hier vorne ist das Restaurant, hier ist ungefähr der Reichsadler und da ist das, der große Aussichtsturm. Und wir gehen jetzt hier runter und gucken uns die Wohnbaracken an.
Und schaut mal, wie viel es davon gibt. Das ist eigentlich unvorstellbar. So. Wir treffen uns dann im Saal, wo die Stühle sind. Können Sie auch gerne Platz nehmen. So, wir treffen uns in dem Saal, wo die Stühle sind. Ah, er hat es auch geschafft. Sehr neugierig. So, kommen Sie rein. So, alle da. Dann mache ich zu hinter uns. So, kommen Sie rein. Jetzt sind wir also in einem der noch original erhaltenen sogenannten Kameradschaftshäuser. Können gerne Platz nehmen. Wir haben das hier übrigens so eingerichtet, weil wir vor allem, haben Sie ja schon gemerkt, wir sind ja vor allem außerschulischer Lernort. Also wir haben hier über 500 Schulklassen im Jahr und hier sitzen wir in der Regel mit Schulklassen. Inzwischen haben wir auch genug Stühle. Normalerweise ist das hier an einer durchschnittlichen Größe einer deutschen, belgischen oder niederländischen Schulklasse eingerichtet. Ausgerichtet. Sie sehen an den Bildern so ein bisschen, warum das Kameradschaftshäuser hieß. Also hier haben diese Ordensjunker quasi ihre Kameradschaft miteinander gepflegt, waren also schon sehr aufeinander angewiesen, nicht viel Intimsphäre. Also Sie können sich gerne hinsetzen, sonst, damit alle auch was sehen von den Bildern. Also gerne auf die Bilder auch blicken dabei. Ja, also hier waren die untergebracht miteinander, kurz zum Aufbau dieser Gebäude. In so einem Saal hier waren 20 Leute untergebracht. Es gab zwei Säle hier auf dem Stockwerk, ein Saal im Untergeschoss und im Untergeschoss sind auch noch die Sanitäranlagen. Da waren die allerdings privilegiert. Hier so eine Eifel war eher noch Toilette am Hof und die hatten für die damaligen Verhältnisse also eine moderne Einrichtung. Die Belgier haben es aber natürlich eins zu eins auch so genutzt in der Truppenübungsplatzzeit. Das sehen Sie hier immer an den französischen Aufschriften. Die haben hier oberhalb von den Türen immer aufgelistet, was an Ausstattung hier reinkam, an Tischen und Betten und dergleichen. Allerdings waren die bei den Belgiern, also sogar mit 24 Leuten, aber immer nur für 2-3 Tage, solange so eine Übung lief. Während die bei den Nationalsozialisten also 2-3 Monate hier am Stück verbracht haben und auch von der Außenwelt abgeschlossen waren. Ja, jetzt wo wir in diesen Räumlichkeiten sind, wo die also gemeinsam ihre Zeit miteinander verbracht haben, vielleicht ein paar Sätze zu diesen Ordensjunkern, wer die waren und nach welchen Kriterien die ausgewählt wurden. Es gab in dem Sinne keine Kompetenz- oder Qualifikationstests, wie man vielleicht erwarten würde, sondern zwei Voraussetzungen. Das eine war, dass die während der 20er Jahre, also in Deutschland, Weimarer Republik, schon Mitglied in der NSDAP, in der Partei der Nationalsozialisten waren, die ja Anfang der 20er Jahre gegründet worden ist, so die Keimzelle dieser NS-Bewegung und die Weimarer Republik sehr stark geprägt von so Flügelkämpfen, ganz links gegen ganz rechts oder rechtsextrem und die hier auf der rechtsextremen Seite diejenigen, die sehr früh da mit dabei waren. Zweite Voraussetzung war der sogenannte Abstammungsnachweis, dass man im Prinzip bis ins Jahr 1800 belegen konnte, dass man keine jüdischen Vorfahren hatte, sogenannter Arier-Nachweis. Wenn die beiden Voraussetzungen gegeben waren, dann bekamen wir quasi das Angebot zu dieser Ausbildung, auch so ein kleines Dankeschön für die treuen Gefolgsleute. Und die hatten in der Regel schon eine Ausbildung und einen Beruf. Die waren auch verheiratet und hatten Familie. Für die war das aber natürlich, ob der Gesinnung, die man mit der frühen Mitgliedschaft in der NSDAP natürlich schon unter Beweis gestellt hatte, natürlich nochmal so eine Karriereoption in diesem NS-Staat in der Verwaltung durchzustarten. Ne? Also ein gehöriger Schuss Opportunismus auch, das zu machen. Die waren so vom Alter 20 bis 35, also die Ältesten so um Jahrgang 1900 herum. Und das betone ich immer, deswegen frage ich immer, wer aus der Eifel kommt. Die kamen natürlich aus dem gesamten Reichsgebiet. Die Menschen hier in der Eifel haben manchmal so ein bisschen Beklemmung, so nach dem Motto, warum so eine riesige NS-Anlage hier in dieser Gegend, in dieser beschaulichen Gegend.
die Auswahl lief natürlich vor allem wegen der Natur. Ne? Also man wollte sich mit der Natur hier, oder in der Natur wollte man sich entsprechend inszenieren. Ne? Ja, wie lief der Tag ab? Von hier ging es immer als erstes oben auf den Appellplatz, wo wir eben zusammen waren, tägliches Ritual, die Fahne hissen. Dann ging es auf den Sportplatz, da gehen wir gleich als nächstes vorbei, ein enormer sportlicher, fast militärischer Drill. Daher haben übrigens auch 20% von denen die Ausbildung abgebrochen, weil sie also entweder diesem Drill oder der Trennung von Frauen und Familie nicht gewachsen waren. Also nicht aus moralischen Gründen, da ist keiner in Widerstand gegangen, ist also nicht überliefert. Aber das haben einige nicht ausgehalten. Nach dem Sportplatz ging es in den Hörsaal, da wo heute die Nationalparkausstellung ist, und hier in Vogelsang, da lag der Schwerpunkt ganz klar auf Rassenlehre, in Anführungszeichen. Also denen ist tagtäglich mit den krudesten, vermeintlich biologischen Erklärmustern bedeutet worden, warum die deutsche Rasse mit germanischen Wurzeln angeblich anderen Rassen überlegen sei. Da gibt es Tondokumente, wo also jemand 2 Stunden darüber doziert, wie man die Rassen unterscheiden kann, Augenabstand, andere äußere Merkmale und immer wieder diese vermeintliche Überlegenheit. Ich empfehle in der ARD-Mediathek, also Deutsche Mediathek, SWR Archivradio, da gibt es ein Tondokument, wo man hier also einen Dozenten hat, der also wirklich im Original 2 Stunden hier in Vogelsang über dieses Thema Rassenlehre redet. Ne? Daneben dann solche Themen wie deutsche Literatur, also alle Bücher, die man nicht verbrannt hat, die konnte man ja miteinander durchgehen. In der Ausstellung haben wir auch eine ganze Reihe an Literatur, die denen hier anempfohlen wurde. Dann deutsche Geschichte, die ist mit diesen vermeintlichen germanischen Wurzeln, wobei man den Germanen wahrscheinlich Unrecht tut, denn das waren ja alles andere als diese immer wieder beschworene homogene Volksgemeinschaft, sondern eher so eine lose Sammlung von verschiedenen Stämmen, aber das gehörte zu der Erzählung und der Tradition, die man dann versuchte aufzubauen diesbezüglich. Ja, und dann auch vor allem Geografie, das sicherlich schon so im Vorgriff auf das, was man in Hitlers Machwerk Mein Kampf unter diesem Rubung Lebensraum im Osten schon hätte antizipieren können. Und da komme ich gleich zu, da sind viele von denen dann auch tatsächlich eingesetzt gewesen. Mittags ging es in den Speisesaal, da wo heute auch die Gastronomie ist. Dann wurde meist in Kleingruppen nochmal vertieft. Es ging in der Regel nochmal am Sportplatz, je nach Anlass auch nochmal auf den Appellplatz. Und die Abende wurden dann hier, wie man sieht, in Kameradschaft miteinander verbracht. Also eigentlich 22 Uhr war dann Schluss, eigentlich ein sehr monotoner Ablauf. Nächsten Morgen ging es nämlich genauso wieder weiter. Und wenn die Abwechslung hatten, da versuche ich Ihnen nochmal wieder 2, 3 Bilder zu zeigen, da machten die in der Regel Ausflüge. Da zeige ich Ihnen einen erst einmal, und zwar hier, da sind die unten an dem Urftsee, ich hoffe, man kann das sehen, der war ja noch nicht naturberuhigt, da sind die als Schwimmgruppe unterwegs. Was typisch ist, die sind halt immer in Gemeinschaft, ne? Also nichts an Privatheit, Intimsphäre oder mal was auf eigene Faust machen, sondern man ist immer Teil dieser Gruppe. Das sehen Sie auch in dem nächsten Beispiel, was ich noch habe. Und zwar, hier paradieren die in ihrer Uniform durch Monschau, kleines Städtchen hier an der deutsch-belgischen Grenze. Und da können Sie sich vorstellen, wenn die da so durchmarschiert sind, in der Form, dass die da Aufsehen erregt haben, ne? Wie die Menschen überhaupt natürlich auch sehr neugierig auf so eine Anlage hier geblickt haben, ne? Was passiert hier eigentlich? Die Bevölkerung ist aber eigentlich immer nur an den Feiertagen hier reingelassen worden. Aber dazu komme ich gleich noch. Ja, dann noch 2 kurze Beispiele. Einmal hier, da ging es zu einer Kriegsgräberstätte aus dem Ersten Weltkrieg in Flandern, Belgien, da natürlich noch in Zivil zu dem Zeitpunkt. Und man gedachte der gefallenen Kameraden, ne? Also hieran kann man sehen, auch nichts immer nur so zum reinen Zeitvertreib, sondern eigentlich immer mit einer ideologischen Botschaft versehen bei den Ausflügen. Und ein letzter Ausflug, da sehen Sie hier, weiß nicht, wer das kennt, das sind die sogenannten Externsteine. Da fuhr man mit dem Bus hin, also das gilt ja so als der Hort des Germanentums, hier Arminius-Schlacht oder Varus-Schlacht. Also diese Erzählung, dass man den Germanen schon überlegen gewesen sei, als Quatsch, dass die Germanen den Römern schon überlegen gewesen seien. Ne? Ja.
Dann unrühmliche Ausflüge, als hier auch die Synagogen gebrannt haben, die nächsten beiden Orte, Schleiden und Gmünd. Da waren diese Ordensjunker dann truppweise auch schon daran beteiligt. Also an den Exzessen des Nationalsozialismus haben die sehr früh mitgewirkt. Als Soldaten waren sie ja eigentlich nicht ausgebildet und zwei Drittel von denen haben den Zweiten Weltkrieg auch nicht überlebt. Aber über 500 von denen waren dann eingesetzt, als die Wehrmacht, die erst Polen 1939 und dann die Sowjetunion ab 1941 überfallen hat und weite Teile Osteuropas ja deutsch besetzt waren über mehrere Jahre, also vom Baltikum über Weißrussland und heutige Ukraine. Und man sogenannte Gebietskommissariate, also eine deutsche Gebietsverwaltung, eingezogen hat. Und die hier ausgebildeten Ordensjunker, über 500 von denen waren dann als Gebietskommissare oder Mitarbeiter in den Gebietskommissariaten eingesetzt und in der Funktion natürlich an den schlimmsten Verbrechen beteiligt, wie man die von diesem ja doch sehr rassistisch geführten Krieg in Osteuropa kennt. Also da waren dabei Massenerschießungen, Deportationen in die Vernichtungslager, Rekrutierung von Zwangsarbeitern. Geschichtswissenschaft hat also gezeigt, dass über 300.000 Ermordungen den hier ausgebildeten Ordensjunkern unmittelbar zugerechnet werden könnten. Aufgrund dessen spricht man von Vogelsang in der Geschichtswissenschaft auch als einen sogenannten Täterort. Also hier sind nicht die Taten des Nationalsozialismus passiert, aber eine der Tätergruppen, neben sicherlich SS, Gestapo, auch Wehrmacht, ist an so einem Ort hier ausgebildet worden. Ich möchte auch betonen, wo wir jetzt in so einem Raum sind, wo die also tagtäglich ihre Zeit miteinander verbracht haben. Also hier sind schon wirklich auch Verbrecher herangezogen worden. Man fragt sich dann immer, sind die später auch zur Rechenschaft gezogen worden? Und da muss man sagen, ja, aber nur sehr wenige und auch erst relativ spät, eher so in den 60er Jahren. Die 50er Jahre, die waren ja in Westdeutschland geprägt von Wiederaufbau und Wirtschaftswunder. Oder wie Adenauer sagte, ich hatte ja keine anderen. Der war ja insofern unverdächtig, als er als Kölner Oberbürgermeister auch gleich abgesetzt worden ist, aber als deutscher Bundeskanzler dann später durchaus auch NS-belastete Minister in seinem Kabinett hatte. Es gab einen Staatsanwalt in Frankfurt, Fritz Bauer, der sich sehr darum bemüht hat, auch die Auschwitz-Prozesse, die sogenannten, dann so ab den 60ern angestrengt hat. Gibt im Moment, glaube ich, übrigens immer noch eine Dokumentation in den Kinos über diese Prozesse. Und ich wollte Ihnen zwei, drei Bilder nochmal zeigen. Dann sehen Sie gleichzeitig, wie das so ein bisschen abgelaufen ist in Osteuropa. Also hier ein hier ausgebildeter Ordensjunker. Das ist schon am Überfall auf Polen, also Spätherbst 1939. Sie sehen die einheimische Bevölkerung vertrieben, ermordet oder ab der Wannsee-Konferenz sind die jüdischen Menschen ja systematisch in die Vernichtungslager deportiert worden. Alles, was denen gehört, ist auf die Straße gestellt worden und nachrückende Bevölkerung hat sich dann daran bereichert. War ja auch so eine Art großes Umsiedlungsprogramm und das zu organisieren war Aufgabe der hier ausgebildeten Ordensjunker. Ist in Deutschland selber natürlich auch passiert, wenn zum Beispiel jüdische Menschen geflohen oder ermordet worden sind, ne, dabei. Und hier zeige ich Ihnen noch ein anderes Beispiel. Ein hier ausgebildeter Ordensjunker mit seinem Stellvertreter. Und Sie sehen so ein bisschen die Art, wie die einheimische Bevölkerung am deutschen Wesen partizipieren lassen, so nenne ich das mal, bis hin zu so schizophrenen Vorgängen, dass man ob äußerer Merkmale überprüft hat, inwieweit die einheimische Bevölkerung in Osteuropa, wie der Begriff war, germanisierbar sei. Ne? Also ob äußerer Merkmale für wert empfunden wurde, in diese deutsche Volksgemeinschaft aufgenommen zu werden. Wo man das nicht befunden hat, hat man die Menschen halt ab einem gewissen Zeitpunkt systematisch ermordet oder, was dem gleich kam, in die Vernichtungslager deportiert. Ne? Eines der Kriegsziele in Osteuropa lautete ja auch die, wie der Begriff war, die Germanisierung Osteuropas, ne, dabei. Ja, und das unter doch maßgeblicher Mitwirkung der hier ausgebildeten Ordensjunker. Ne? Ja, also die haben ich nenne das jetzt mal Ausbildungssold bekommen, aber das war nicht die Motivation. Die Motivation war, die Karriere zu machen. Ja, nein, das waren auch wirklich Entscheidungen, die dann treffen mussten, ne? Weil die sind ja dann aus ihrem normalen Job, den sie bis dahin hatten, sind sie ja rausgegangen. Ne? Also wie gesagt... Ja, also mit einem heutigen Studium natürlich nicht zu vergleichen, weil...
man muss auch sagen, vielleicht kleiner Exkurs, es ging hier ja nicht um, sag ich mal, differenziertes Denken, das merken wir schon an den Fächern, wie die ausgewählt waren, sondern man wollte Gefolgsleute heranziehen. Ne? Und deswegen hat man so einen Schwerpunkt gelegt. Man wollte ja auch nicht differenziert denkende Menschen, die am Ende noch kritische Fragen stellen, sondern Leute, und das haben sie dann später in Osteuropa natürlich auch viele gemacht, die einfach diese NS-Bewegung umgesetzt haben mit einer wahnsinnigen Radikalität, weil sie so rassistisch aufgeladen waren. Ne? Ja, jetzt zum Abschluss hier möchte ich Ihnen noch ein Bild zeigen. Da machen wir jetzt nochmal einen Zeitsprung. Da sind wir im Jahr 1989, belgische Truppenübungsplatzzeit. Der Truppenübungsplatz, der war auch mit Entbehrungen verbunden, also Sperrgebiet, Panzerverkehr, auch schon mal Unfälle. Und man lud die deutsche Bevölkerung ein, so sowas wie Tag der offenen Tür hier in diesem Fall, was die auch leidlich genutzt haben, da kommen wir später noch zu. Aber die hier ausgebildeten Ordensjunker haben diese Gelegenheiten dann auch genutzt, um sich als sogenannter Alteburger Kreis, hieß es, dann schon als ältere Herren hier zu treffen, weil die also lange vor Erfindung von Facebook und solchen Dingen ein enges Netzwerk gebildet haben, ne? Woher wissen wir das? Wenn einer der älteren Herren dann verstorben ist und die Anverwandten finden noch eine Kiste mit Fotos und Briefverkehr, überlassen uns das, kann man natürlich die Lebenswege nicht nur in der NS-Zeit, sondern halt auch in der Nachkriegszeit rekonstruieren. Und da kann ich Ihnen versichern, ich meine, die hatten schon eine Vorprägung, sonst wären sie gar nicht hier gelandet, aber die haben ja ansonsten hier längstens 3 Jahre verbracht, also wer hier im ersten Jahrgang hier eingezogen ist, und die waren für ihr Leben geprägt, ne? Also da, von denen hat wirklich auch keiner in höherem Maße tiefergehend reflektiert. Bei den Adolf-Hitler-Schülern waren so Beispiele, die waren aber auch jünger zu der Zeit, als sie hier waren, die dann auch nochmal den Themen abgeschworen haben später. Ne? Und viele von denen hier, die haben ein völlig unbescholtenes Leben geführt. Die waren dann Verwaltungsleiter, Schulleiter, also das, was man jetzt hier so erwartet hätte, was die hier auch gelernt haben, ne? Dabei. Ja, soweit zu diesen Ordensjunkern. Jetzt würde ich aber mit Ihnen die letzten Treppenstufen nehmen und dann würden wir an diesem und dem nächsten Kameradschaftshaus vorbei, Mitte der Anlage oberhalb des Sportplatzes, die nächste Station machen. So ein kleiner Fun-Fact. Man könnte ja auf die Idee kommen, warum ist das Gelände ungenutzt, warum liegt es brach? Tatsächlich wurde jetzt ein Käufer gefunden. Ein Hotelier wird hier in den Gebäuden tatsächlich im nächsten Jahr anfangen, Hotelunterkünfte, also Wohnungen bzw. Zimmer zu vermieten. Die müssen natürlich umgebaut werden, weil das ist natürlich kein Stand aus der heutigen Zeit. Da muss mächtig dran gearbeitet werden. Auf der einen Seite gut, weil dann verfällt das Gelände nicht weiter, aber auf der anderen Seite natürlich sehr schade, weil dieser Ort lebt halt wirklich durch seine Originalität, dass alles weitgehend original gehalten ist und auch relativ guten Zustand hat. Und das wird natürlich dann mindestens mal im Inneren dann anders aussehen. So, und wir machen direkt weiter. Hier ist ein weiteres Relief eines Herrenmenschen. Die großen Diktatoren haben in der damaligen Zeit, insbesondere in der damaligen Zeit, immer die Skulpturen, die Reliefs übergroß, übermenschlich dargestellt, um natürlich einmal den Herrschaftsanspruch aus der damaligen Zeit auch zu bestätigen und natürlich den Leuten, die das dann sehen, den Eindruck zu geben, wir sind die Herrenmenschen, wir sind die Elite der Welt. Und das hat man dann hier stilisiert durch hier einen sogenannten Fackelträger. Und der Platz ist der Sonnenwendenplatz. Und da seht ihr den Fackelträger übergroß. Ich lese euch gleich auch mal das Schaubild dazu vor. Und hier gibt es auch einen Spruch, den kann man nicht ganz lesen, weil hier neue Steine drin sind. Ihr seid die Fackelträger der Nation. Ihr tragt das Licht des Geistes voran im Kampfe für, ich glaube, Großdeutschland müsste da stehen. Aber ihr seht hier, Teile davon hat man neu gemacht. Und hier hat man tatsächlich auch das ausgekratzt. Und auch noch ein Fun Fact, dazu muss ich euch mal näher ranholen.
Man hat hier in der Nachkriegszeit, als man das Gelände übernommen hat, hat man mit Faustfeuerwaffen auf diesen Fackelträger geschossen, insbesondere hier im Genitalbereich und so lange, bis er dann seine Nüsse, seine Hoden dann auch verloren hat. Ins Gesicht hat man auch geschossen, aber das hat relativ gut standgehalten. Und hier nochmal der Blick auf diese übergroße Skulptur. So, ich muss mich korrigieren. Also es steht nicht Großdeutschland, sondern Adolf Hitler stand dort. Deswegen hat man das auch weggekratzt. Am Sonnenwendeplatz wurde ein 6 Meter hoher Klotz errichtet, wo dieser Fackelträger vormontiert wurde. Er ist unbekleidet und hat einen athletischen Körper und trotz quasi jeglichen Sturm. Das ist angedeutet mit dieser Robe, die er anhat. Und es ging hier natürlich darum, dass den Leuten, die hier zu Besuch gekommen sind, veranschaulicht wurde durch unter anderem dieses Relief, worum es hier ging. Es ging hier um die Heranziehung von Systemlingen, die blind alles umsetzten, was man ihnen gesagt hat, und auch die Weltanschauung, so wie man sie ihnen erklärt hat, geglaubt hat. Dass man halt die Herrenmenschen sind. Und dass man da auch. Also ich würde gerne hier mit Ihnen in beide Richtungen schauen. Sie können gleich auch nochmal an den Fackelträger näher rangehen. Wobei ich immer sage, die sind eigentlich immer sehr ähnlich. Die variieren nur in der Größe. Also die Darstellung ist ja eigentlich immer fast identisch, ne, wie man sieht. Aber ich wollte Ihnen das hier zeigen auf dem Bild, da sieht man das. Also der ist tatsächlich noch weitestgehend original erhalten. Stammt da, wie gesagt, von Willy Meller. 5,80 Meter hoch, oben drauf eine Feuerstelle. Eine Inschrift, ihr seid die Fackelträger der Nation auf Volk und Vaterland. Den Namen Adolf Hitler haben also auch die Belgier da rausgelöscht, wobei man ja ansonsten fast erstaunt sein kann, dass so ein Ding stehen geblieben ist. Ne? Briten und Amerikaner haben in der Regel mehr als nur die Hakenkreuze entfernt. Ne? Aber das Ganze war eingebettet, wie man hier sieht, in den sogenannten Sonnenwendplatz, also da, wo im Moment die Wildschweine die Wiese umbrechen, Nacht für Nacht. Also Sonnenwende hat die auch hier auch umgetrieben als ideologisches oder nordisches Ritual. Kennt man heute nur von Ikea aus der Werbung, ne? Aber ohne Ideologie. Also sowas gehörte hier ganz klar mit zu den Ritualen dabei. Dann wollte ich mit Ihnen in eine andere Richtung blicken. Das sehen Sie hier. Da schauen Sie auf die Anlage, wie die damals aussah. Das ist eine Postkarte von damals. Und Sie sehen die 10 Kameradschaftshäuser. Sie sehen übrigens hier auch nochmal diese Tribüne, auf die wir eben geguckt haben, wo eben die ganzen Leute drauf waren dabei. Also es gab Postkarten der Borellos und auch damals schon eine touristische Aufmerksamkeit. In einer Saison 1936 gab es auch Bustouren aus Aachen hierhin, aber die Bevölkerung ist eigentlich immer nur an den Feiertagen hier reingelassen worden. Wenn sie aber natürlich drüben auf der anderen Seite von dem Oftsee gestanden haben und sich diese Anlage hier auf diesem Felsvorsprung so aufbaute, dann war das natürlich entsprechend imponierend. Also das ging komplett auf vom Kalkül her, ne, muss man sagen. Und Sie sehen ja auch hier, es war deutlich karger. Der Nationalpark hat ja das Motto Natur, Natur sein lassen. Deswegen ist es heute auch ein bisschen versteckter, aber damals trat die Architektur noch deutlicher hervor entsprechend, ne, dabei. Vielleicht noch ein Nachsatz hier zu diesem Fackelträger, als das Gelände Jahreswechsel 2005, 2006 war das, ne, wieder geöffnet wurde, war natürlich die Sorge, dass sich das zu so einer Art Pilgerstätte für rechtsextrem gesinnte Menschen entwickelt. Und man muss auch sagen, es kommt auch immer wieder vor, haben hier auch aus der Aachener Richtung, haben wir immer wieder so Gruppen, die machen Ausflüge, stellen sich da davor. Man findet es hinterher im Internet, gibt auch im Internet einen schwunghaften Handel mit so Vogelsang-Devotionalien, so T-Shirts mit so stilisierter Schrift und solche Sachen. Ja, meine Einschätzung ist schon, dass wir bis zu 10% Menschen haben, die schon sehr aufgeschlossen für so rechtsextremes Gedankengut sind, ne? Muss man sagen. Aber die Entscheidung, hier raus einen öffentlichen und auch internationalen Platz zu machen, also wir haben so rund 250.000 Gäste im Jahr, liefert zumindest Vorkehr, dass es nicht überhand nimmt, ne?
Letztes Jahr gab es so wie Sie hier eine Gruppe, die sich das angeschaut hat, mittendrin abgebrochen hat mit der Bemerkung, es sei alles Propaganda, was wir über die NS-Zeit sagen würden. Da wusste man die dann entsprechend einzuschätzen dabei. Ne? Ja, jetzt, Sie können gerne noch mal näher rangehen. Ich würde jetzt, oder wir müssen jetzt zusammen den zweiten Teil der Steigung nehmen und treffen uns oben am Turm wieder. Dann würden wir die nächste Station machen miteinander. Vielleicht noch ein paar allgemeine Infos, bis wir alle wieder zusammen sind. Wir sind ja hier so an einer der höheren Ecken von Nordrhein-Westfalen. Wir haben da an dem Kreisverkehr 500 Höhenmeter, hier noch so 470, gehe schon ein bisschen runter. Unten der Urfsee sind so je nach Wasserhöhe auch 250, 270, also dadurch auch diese stark abfallende Topografie, also der Grund, warum es eigentlich ausgewählt worden ist. Ne? Dahinter ist noch die Dreiborner Hochfläche, die ist eigentlich vegetativ auch sehr interessant, so von der Pflanzenwelt. Die gehört auch alles mit zum Nationalpark Eifel, da sind wir so auf 600 Höhenmeter und dahinter gibt es ja wirklich noch ein Skigebiet, oder was man hier in Nordrhein-Westfalen so nennt, Hollerath. Und da sind wir irgendwie, ich glaube, auf knapp 700. Und dann geht es über nach Belgien. Also wir sind relativ nah an der deutsch-belgischen Grenze hier auch. Diesen Turm, 48 Meter hoch, oben drauf ein Vogel. Den haben die Belgier da hingesetzt, also kein Posthorn. Und an der Seite ist ein Treppenhaus mit 172 Stufen. Ich weiß nicht, ob Sie das genutzt haben. Ich weiß gar nicht, ob Sie, nee, jetzt geht es gar nicht mehr. Das geht nur bis Ende Oktober. Okay. Und oben haben Sie natürlich einen Blick über den gesamten Nationalpark Eifel. Wenn Sie hier in nördliche Richtung blicken, oberhalb von dem Urfsee, dann liegt da der sogenannte Kermeter, dann sind Sie direkt im Kreis Düren. Hier, wenn Sie hier runterfahren Richtung Ruhrsee, ein paar hundert Meter, dann sind Sie in der Städteregion Aachen. Hier sind wir noch knapp auf dem Gebiet vom Kreis Euskirchen. Alles unsere Gesellschaft. Der Hauptgesellschaft ist der Landschaftsverband Rheinland. Und dann sind noch beteiligt Schleiden, Heinsberg und auch Ostbelgien. Die sind also hier mit dabei geblieben. Wir betreiben das hier und der Nationalpark Eifel ist unser Hauptpartner mit der Nationalparkausstellung hier unten angesetzt. Ich wollte Ihnen aber zu diesem Turm, wollte ich Ihnen noch zwei Rituale zeigen, die man dort praktiziert hat. Denn der war recht intensiv genutzt. Also am Anfang, da ist nach wie vor auch ein Wasserbehälter drin. Also da ist die Wasserversorgung sichergestellt worden. Aber wichtiger war die Funktion als sogenannter Kultraum und Kultstätte. Also unten in diesem Turm war also auch wiederum so eine Herrenmensch-Skulptur. Sie sehen eigentlich immer gleich. 3,50 Meter hoch aus Holz war die, auch von Willy Meller. Die ist allerdings gleich abhanden gekommen. Also alles, was hier aus Holz war, ist in der unmittelbaren Not nach dem Zweiten Weltkrieg quasi in die umliegenden Gemeinden gewandert. Da kriegen wir teilweise heute noch Möbel angeboten, die aus Vogelsang stammen sollen. Der ist genutzt worden als Kultraum. Und zwar hat man hier der vermeintlichen Märtyrer des Hitlerputsches von 1923 gedacht. Also erstmal hier im Boden ein Hakenkreuz eingelassen. Das musste auch abgedeckt werden, weil da zu viele rechtsextrem gesinnte Menschen sich versammelt haben. Und dann diese Namen hier an der Wand angebracht, diese vermeintlichen Märtyrer. Diese Namen wurden aufgerufen, dahinter in dem Hörsaal saßen also die Ordensjunker, wo also auch regelmäßig so die NS-Riege Hitler, Himmler, Goebbels, Göring und Konsorten gesessen haben und antworteten auf die Namen mit einem Hier. Dieses Hier stand hier unten drunter, so ein bisschen in so pseudo-religiöser Anleihe wie Inri natürlich. Ne? Also das war eines der Rituale. Und dann ein anderes Ritual noch, das möchte ich Ihnen zeigen. Sogenannte Ehewein, also nicht Ehewein im christlichen Sinne, mit der christlichen Kirche tat sich der NS-Staat ja eher schwer. Also Weihnachten war jetzt zu beliebt, um es abzuschaffen, aber ansonsten hat man denen eher bedeutet, aus der Kirche auszutreten. Haben die auch truppweise gemacht. Und man hat dann immer zwei oder drei von denen mit ihren Partnerinnen der Ehe geweiht, bot die Möglichkeit, also Partnerinnen und Familie einzuladen, einen Moment der Abwechslung zu schaffen. Trennung von Frauen und Familie, dass das einen Mangel auslöst, ist ihnen auch bewusst geworden. Aber natürlich auch vor allem nochmal ein ideologisches Ritual. Ansonsten gab es hier eine sehr antiquierte Rollenaufteilung. Also da die reine Männergesellschaft, privilegiert. Essen und Wäsche und so mussten die sich nicht drum kümmern. Dafür gab es extra weibliche Angestellte, die hier in einem Gebäude in dem Waldstück untergebracht waren.
Das ist auch so Bruchstein verkleidet. Ich zeichne nachher auch noch ein Modell, dann sehen Sie nochmal die Struktur der Gebäude. Und dann da ihre Dienste verbracht haben. Die Belgier haben auch das später in ihren Truppenübungsplatz integriert, also ganz pragmatisch alles, was sie vorgefunden haben, dann als Offiziersunterkunft unter dem Namen Redoute. So, jetzt würde ich mit Ihnen an der großen belgischen Kaserne vorbeigehen, wo nur die Bruchsteinmauer gestanden hat, Van Doren. Und dann würden wir aber nochmal in die sogenannte Burgschenke abbiegen. Die war an den Wochenenden öffentliche Gastronomie, also da kamen auch normale Leute rein. Heute aber leider keine Gastronomie mehr, sage ich gleich. Gibt es leider nichts zu trinken. So. So, weitere Kasernen oder auch Kameradschaftshäuser genannt. So sahen die damals aus. Das ist quasi der Gang und links und rechts gab es dann die Spinde und dahinter waren die Betten. Also Privatsphäre gleich null. Und hier gibt es schon die Möglichkeit einzukehren. K13, das Gästehaus. Für Gruppen und Einzelreisende müsste man eigentlich mal machen, ne? Und schaut mal, dann hat man diesen Ausblick jeden Morgen. Dann frühstückt man hier. Lernt ein paar neue Leute kennen, international richtig gut. So, hier ist eine Ausstellung von der Feuerwehr oder vom Arbeiter-Samariter-Bund drin. Also es gibt teilweise Nachnutzungen, aber nicht im Gänze. Also er hat gerade gesagt, dass die Panzer von hier oben losgefahren sind. Ich kann mir eigentlich nur vorstellen, dass das dann Schützenpanzer waren, weil die Entfernung, die ich von dem Schießplatz gerade gesehen habe, die war jetzt nicht so ultimativ weit. Und da kann ich mir irgendwie gar nicht vorstellen, dass man die großen Panzer genommen hat mit den großen Kanonen. Und schaut mal hier, schon mal ein kleiner Vorgeschmack auf die Sportstätte. Hier vorne war eine Kapelle aufgebaut und die höchsten Herren der damaligen Zeit, die das dann zugeschaut haben. Und unten hat man dann Fußball zum Beispiel gespielt, eine Laufbahn gab es. Und total spannend, wenn man unten steht auf dem Rasen, dann braucht man nicht schreien, man kann ganz normal reden. Und die Konstruktion dieses Sportplatzes ist so gewählt, dass man die Akustik fast 1:1 oben hört, wie man sie unten hört. Und das ist, haben wir einmal ausprobiert. Romy und ich, und das hat wirklich gut funktioniert. Man muss einfach nur ganz normal sprechen, so wie ich das jetzt gerade auch tue. Und dann haben die oben eingehört. Das ist schon enorm. So, da oben ist der Aussichtsturm. Hier vorne haben wir ganz grob da den Adler, das Restaurant dahinter und hier Kameradschaftshäuser, die auch, wie gesagt, einen wunderbaren Blick haben. Also das mit den Panzern kann schon stimmen, weil hier finden wir Begrenzungen gegen Herunterfallen oder Herunterfahren. Stellt euch vor, einer wird irgendwie ohnmächtig oder so, kommt an den Steuerknüppel und dann geht der Panzer hier runter. Deswegen waren diese Begrenzungen hier. Und mal gucken, ob wir... ich habe eine Idee. Wir haben ja oben die Service-Rampen, Service-Bühnen für die Militärfahrzeuge gesehen. Und vielleicht kamen die von oben oder sind hier runtergefahren und sind dann hier durch das Lager, durch die Kaserne gefahren. Das wird wahrscheinlich der Fall sein. Aber vielleicht finden wir gleich noch die Baracken für die Fahrzeuge, die Unterstände, Fahrzeugunterstände. Weil die sind auf jeden Fall zu klein. Und normalerweise, gerade bei Panzern, die müssen ja eingewiesen werden, kommt es relativ häufig vor, dass die auch rückwärts einfach mal irgendwo gegenfahren, weil die können ja nicht sehen. Und deswegen gab es solche Poller, die ihr hier gerade gesehen habt, auch an den Gebäuden, wo die Fahrzeuge drin standen. Genau, und hier nochmal der Blick. War das hier eine Panzerstraße? Ja, die Asphaltierung ist den Panzern geschuldet. Ja, die ziehen sich ja hier durchweg, diese Platten. Ne? Mhm. Ja.
das gemerkt, weil hier diese Abschutzbegrenzung ist. Ja, damit der Panzer nicht den Berg runterfällt. Und es gab wohl auch eine Schießbahn hier auf dem Gelände. Ja, man erzählt sich, dass man angeblich mit den Panzern von hier bis auf die andere Seite vom Urfsee habe schießen können. Aber das sind alles die Erzählungen aus der Truppenübungsplatzzeit. Ne? Ja. Ich war nämlich neulich drüben vor ungefähr 2 Wochen. Ich habe mal geschaut, ob man irgendwas erkennen kann, weil wenn die Projektile, wo es da eingeschlagen hat. Ja, genau. Man kann aber nichts erkennen, weil ja überall Gebüsch ist. Ja, ja. Also und im Übrigen muss man auch immer sagen, die Natur holt sich das relativ schnell zurück. Mhm. Diese ganzen Panzer, die auch hier durch diese Gegend gefahren sind, haben natürlich tiefe Spuren hinterlassen, aber das ist dann relativ schnell wieder weg. Das sehen, glaube ich, nur Eingeweihte, wo die ganzen Panzer dann lang gefahren sind. Ja, Leute, und hier wird es ganz klar, das ist ja eine Panzerstraße, wo ich gerade drauf laufe. Ihr seht es an den einzelnen Platten. Und da ist der Bunker drin, glaube ich. Wenn ich mich richtig erinnere, da gehen wir gleich auch mal hoch. Ich glaube, da war der Bunker drin. So. Mein Schuhwerk ist natürlich perfekt dafür, nicht. Aber bevor ich gleich noch mal zurückgehe, nehme ich lieber einmal diesen beschwerlichen Aufstieg. Und da Fenster sind sogar auf. Hallo. Ja, scheint ein leerer Raum zu sein. Oh, die originale Heizung ist doch da. Boah, geil. Das ist spannend. So, ich sehe gerade gar nichts wegen Gegenlicht. Das Gegenlicht ist gerade gegen mich. Oh. Hier ist schon Rohbau. Lampen sind abgenommen. Hoppala. Da holt sich die Natur schon das Gebäude zurück. Hier ist auch zu. Das wäre ja geil, wenn es offen wäre, oder? Aber ist es nicht. Wow. Schaut mal. Oh, komplett leer. Cool. Habe ich so auch noch nicht gesehen. Ist für uns jetzt gerade alle das erste Mal. Eindringen. Schaut euch mal an, wenn man hier durch das Fenster eindringen möchte, dann wird man hier aufgespießt. So, hier ist auch noch eine Tür auf. Also komplett leer. So, wir sind jetzt an der Tingstätte. Und mein Nachname ist der Thiemann, wie ihr vielleicht wisst. Und ich habe mich mal mit der Namensherkunft beschäftigt. Und Thiemann kommt ganz, ganz ursprünglich von den Menschen, die an dem Tingplatz waren. Das bedeutet, wir haben Menschen verbunden. So kann man das ganz grob sagen. Und wir befinden uns jetzt an einem Tingplatz. Und hier ist auch noch eine Herleitung, was Ting bedeutet. Ting heißt oder ist, war der Name der germanischen Volks- und Gerichtsversammlung. Okay. Hiervon leitete sich der Begriff des Tingplatzes ab, eine der nationalsozialistischen Sonderformen des Freilichtspiels, die sich hauptsächlich am Theater der griechischen Antike orientierte. Also, ich habe mal gelesen, dass das nicht nur für Volks- und Gerichtsversammlung war, sondern dass das quasi der Dorfplatz war. Was jetzt richtig ist, müsste ich nochmal nachrecherchieren, aber
Vielleicht ist auch beides richtig und hier hat man es ausgeklammert, weil es in dem Kontext nicht gepasst hat. Durch die Architektur der neu gebauten Tingbühnen und eigens dafür geschriebenen Stücke sollte die theaterübliche Trennung von Schauspielern und Zuschauern aufgehoben werden, um Gemeinschaftserlebnisse im Sinne des Volks Gemeinschaftsideologie zu stimulieren. Dementsprechend wurden bevorzugt handelsarme, chorische Sprechspiele mit kultischem Charakter aufgeführt. Mehr Feiergestaltung als echtes Theater wurde das Tingspiel wegen des geringen Niveaus der Stücke und nachlassenden Publikumsinteresse ab 37 nicht mehr staatlich gefördert. Also noch mal kurz, um zu rekapitulieren, wir kommen ja von da oben, Adlerhofer Pellplatz, haben diese Runde hier gedreht, waren in dem Kameradschaftshaus und schauen jetzt hier auf den zentralen Hang. Und da drüben übrigens die Lücke, da hätten noch zwei Kameradschaftshäuser gestanden. Aber erstmal wollte ich Ihnen ein Bild zeigen, wie dieser Hang hier ausgesehen hat, wenn hier so die Feiertage des NS-Staates waren. Also das ist ein Bild von der Maifeier 1937. Die hat man ja auch mal großzügig den Gewerkschaften abgenommen als zeremoniell. Die Bevölkerung war eingeladen, hat das leidlich genutzt. Also der ganze mittlere Hang hier im Prinzip eine Tribüne. Haben wir unten auch noch ein paar Bankreihen, da sieht man, wie das ausgesehen hat. Und bei der Gelegenheit sind dann hier die Ordensjunker auf dieser Freilichtbühne, wie manche das im Germanenjargon nennen, Tingstätte, aufmarschiert, waren also Teil des Zeremoniells. Ne? Ja, und dann sehen Sie auf die Sportanlagen darunter. Man denkt, die hätten da Fußball gespielt, also jetzt im Moment nicht. Sie sehen, wir haben nachts immer Gäste, nämlich Wildschweine. Genau, da geht da nichts mehr auf dem Sportplatz. Aber typisch für Vogelsang waren auch eher hier so elitäre Sportarten, das sieht man hier, also Reiten. Und Sie sehen wieder alles in Formation, ne? Und an der Seite jemand, der vermeintlich das Sagen hat. Also auch das immer so eine bestimmte Art von Schulung, ne? Und kein reiner Zeitvertreib. Dann schauen wir auf zwei Dächer. Linke Seite dieses Dach, darunter verbirgt sich diese Schwimmhalle hier. Die ist also wirklich noch original erhalten, wie man das hier auf dem Bild sehen kann. Rechtes Dach, auf der anderen Seite eine Turnhalle, die hat einen Treffer abbekommen, die ist nicht mehr original. Davor ist noch ein Tennisplatz, den haben die Belgier da hingesetzt. Diese Schwimmhalle, da kommen wir jetzt immer mehr zu diesen Herrenmensch-Skulpturen und Darstellungen, wie wir die hier auf dem Gelände haben. Das ist ein Mosaik von Soberbier. Hatte übrigens vor geraumer Zeit hier einen älteren Herrn zu Gast aus Dreiborn, der mir erzählte, dass sein Vater hier Modell gestanden hat für eine der drei Figuren. Also er war selber kein Ordensjunker, aber daran sehen Sie die Menschen so an dem Bau, an dem Betrieb und auch an solchen Sachen zu beteiligen. Das Kalkül ist schon voll aufgegangen, ne, dabei. Die Schwimmhalle wird übrigens noch genutzt hier in Schleiden, nächste Stadt. Da haben wir einen Schwimmverein mit über 2000 Mitgliedern, auch Schulschwimmen. Anfangs natürlich irritierte Lehrer, aber diese Darstellungen hier sind natürlich Teil des Denkmalschutzes. Ne? Wollte ich Ihnen eine weitere Sportart zeigen, unten auf dem Sportplatz. Das sehen Sie hier, also Fechten. Und wieder eine Leibes- und fast Wehrertüchtigung. Im Übrigen natürlich auch eine sportliche Betätigung, die so weit über den hausärztlichen Rat hinausgeht, würde man sagen. Also wenn Sie das zweimal täglich machen müssen, müssen Sie auch immer rauf und runter laufen. So würde man tendenziell Verwaltungsschüler heute nicht ausbilden. War aber natürlich Teil dieser ideologischen Schulung. Das Ziel war natürlich hier, den, wie es so schön hieß, den neuen Menschen zu schaffen. Und da war dieser völlig übertriebene Körperkult, war natürlich ein Teil dieser Ausbildung, ne, entsprechend. Ja, dann noch ein Bild. Diese sieben Sportlerfiguren hier, die sieht man, wenn man auf dem Sportplatz steht und hier in diese Richtung blickt. Stark verwittert und auch mit ordentlich Einschusslöchern von den Amerikanern versehen. Die stammen von Willy Meller. Das war der Bildhauer, den der Architekt Clemens Klotz hier engagiert hat, von dem auch die beiden Adler oben standen, hat auch Olympia 36 Figuren verantwortet. Und solche Leute wie der Architekt und der Bildhauer, die sind in der Nachkriegsbundesrepublik, also Westdeutschland, munter ihrem jeweiligen Metier nach wie vor nachgegangen. Also Willy Meller, der hat munter weiter Adler gemacht, weil die von den westdeutschen Kommunen auch in Auftrag gegeben wurden, obwohl sie natürlich an der Inszenierung des NS-Staates mit solchen Arbeiten auch massiv beteiligt waren, muss man sagen. So, und wir gehen jetzt einmal runter. Und ich weiß gar nicht, wo ich das damals gelesen habe, dass man unten sprechen konnte. Also ich bin hier bestimmt schon 20 Mal gewesen an diesem Ort. Ich
habe auch schon mehrere YouTube-Anläufe versucht, sogar mal vor der Kamera. Das war damals noch mit Daniel. Daniel, wenn du das hier siehst, das ist natürlich nicht vergessen. So, und hier wurden, wie gesagt, die Theaterspüle aufgeführt. Und es gab auch Fotos, die ich mal gesehen habe, wo hier die hohen Herren der SS-Elite dann das wilde Treiben unten gesehen haben. So, ich muss ein bisschen aufpassen, die Stufen sind nicht ganz einfach zu nehmen. So, hier die Tribüne für die Theateraufführung. Hier wurde dann ein Theater aufgeführt. Und hier haben wir den Blick runter auf die Sportstätte. Und die wird heute immer noch genutzt. Unter anderem von Wildschwein. So, da habt ihr den Blick. Und wir gehen jetzt mal gemeinsam runter. Wenn ich schon eine Sportstätte ist, dann muss ich auch ein bisschen sportlich sein, oder? So, und ihr hört es an meinem Atmen. Asthma ist heute wieder sehr, sehr aktiv. Katastrophe. So, schaut euch das an. Hier die Leute, das wäre ja interessant, hier reinzugucken, oder? Das wäre ja interessant, hier reinzugucken. Oh, und ihr habt sogar die Möglichkeit, reinzugucken. Hammer. Ja, ich bin mal gespannt, was ich dann später auf dem Video sehe. Wahrscheinlich einfach nur ein leerer Raum. So, und wie gesagt, also wenn man jetzt hier unten stehen würde, man hört sogar, hört ihr das? Echo! Ja, dann hört man alles, was die Spieler da unten reden. Ohne Mikrofon, ohne alles. Selbst da oben noch. Können wir natürlich jetzt nicht ausprobieren, weil wir alleine unterwegs sind. Und Leute, natürlich, ich bekomme sehr viele Anfragen von euch. Und die beginnen zum Glück immer damit, wie toll sie diesen Kanal finden und mit welchem Engagement ich diese Videos drehe. Viele von euch fragen aber auch, ob sie mit mir auf Tour gehen können, und das ist nicht unmöglich. Ich habe ja einige schon durch Social Media kennengelernt, aber die Wahrscheinlichkeit ist doch relativ gering, weil ich ja ein festes Team habe. Man muss sich aufeinander verlassen können. Manche Sachen sind auch gefährlich, und ich kann natürlich für jemanden, den ich nicht kenne, keine Verantwortung übernehmen. Und ich besuche solche Orte ja auch immer mit dem Hintergrund, dass ich sie dokumentieren möchte für die Leute, die halt nicht die Möglichkeit haben, hier hinzukommen. Und von daher ist es, auch wenn es mir manchmal schwerfällt, bei so netten Zuschriften Ablehnungen auszusprechen, aber die Wahrscheinlichkeit ist relativ gering, dass man mit mir hier solche Orte besuchen kann. So, und hier haben wir auch nochmal ein Relief, auch überlebensmenschensgroß, mit einem Reichsadler. Der Kopf von dem Reichsadler ist allerdings nicht mehr vorhanden. Auch hier hat man geschossen, ich zeige euch das gleich mal. Und unten war das Hakenkreuz drin, so wie wir das vorne auf dem Eingangsbereich gesehen haben. Und hier sehen wir verschiedene Herrenmenschen. Und hier zum Beispiel auch im Genitalbereich mit Schussverletzungen. Und ich gehe jetzt nochmal hier runter und zeige euch das Relief einmal aus der Totalen. So, da habt ihr das Relief. So, wir befinden uns jetzt mitten auf dem Sportplatz, auf dem Fußballplatz. Ringsherum ist eine Laufbahn. Und ja, ich glaube, da hinten ist Kugelstoßen. Und ich sehe auf jeden Fall Klimmzugstangen. Hier auf der Seite.
da, um genau zu sein. Und wir gucken uns jetzt hier nochmal die Tribüne an. Und der Blick zurück auf die Anlage. Tennisplatz, also sind hier wirklich gut ausgestattet. Und die andere Seite, das ist eine Schwimmhalle. So, hier haben wir die Schwimmhalle, auch wieder mit den Simsen. So, die Schwimmhalle kann ich euch jetzt leider nicht zeigen, da sind kleine Kinder drin. Und auch sonst halbnackte Menschen, die wollen wir natürlich nicht filmen und zur Schau stellen. Deswegen, das versteht sich von alleine, dass wir hier jetzt nicht drehen. Aber ich kann mal schauen, ob ich vielleicht noch altes Material habe. Ich war hier schon häufiger und das würde ich euch jetzt einblenden. So, und das ist die andere Seite. Ich denke, das ist eine klassische Turnhalle. Der Eingang gewesen sein. Also ich denke im Sommer schon schön hier, ne? Also tollen Tennisplatz hier. auch hier nochmal der Überblick. Wir waren ja gerade hier, sind dann einmal hier lang gelaufen, hier an der Sportanlage und jetzt sind wir hier und gehen jetzt gerade einmal zum Stausee, damit ihr euch mal vorstellen könnt, wie schön dieser Stausee ist. Und da gibt es auch eine ganz kleine Besonderheit und die möchte ich euch unbedingt zeigen. Und dann geht es auch so langsam auf dem Rückweg. Und bis gleich. So, aber bevor wir weitergehen, also es hat tatsächlich einen Luftangriff hier gegeben. Da seht ihr einige Bombenkrater. Und gar nicht mal so wenig. Hier ist alles voll. Ich habe ganz vergessen, Leute, dass das ja total weit war bis nach unten zu dem Stausee. Dass ihr ungefähr ein Gefühl dafür bekommt. Da runter muss ich noch. Und da komme ich her. Und das geht nicht direkt runter, sondern ich muss hier sehr Serpentinen laufen. Aber ich sag mal so, die letzten Tage habe ich gut gegessen. Es tut mir also gar nicht so schlecht, die paar Meter noch zu machen. So Leute, geschafft. Und ihr wisst ja, was man runtergeht, muss man gleich auch wieder hochgehen. Aber ich glaube, es hat sich gelohnt. Das hat sich wirklich gelohnt. Und natürlich sind jetzt gerade Leute da, das ist sehr schade. Aber mit Hunden. Und Hundemenschen sind immer nett. Also Viktor-Nehls-Brücke heißt die. Und ich erinnere mich, dass diese Brücke relativ freischwingend war. Und durch meine Höhenangst, ja, habe ich das schon gemerkt. So, meine Freunde, also ich hatte gerade mal die Kamera kurz so ausgemacht, weil hier einige Leute auf der Brücke sind. Und die wollte ich natürlich jetzt nicht unbedingt ungefragt mit drauf haben. Aber schaut euch das mal an. Das ist wirklich bemerkenswert, oder? So wunderschön. Mega gut, oder? Ich frage mich gerade, wo die Panzer gestanden haben sollen. Das Gelände, das könnte man eigentlich auch noch uns anschauen, wo die drauf geschossen haben, ist nämlich hier direkt um die Ecke. Und als ich damals mit Emily war, da war das Wasser nicht so hoch, das war wirklich ganz flach. Und da haben wir unten mit Steinen unsere Namen hingeschrieben. Die sind garantiert jetzt nicht mehr da. Mega gut, oder? Und das Wetter. Atemberaubend. So, Brücke haben wir jetzt geschafft. War auch gar nicht so schlimm. Nochmal der Blick zurück. Mega gut.
So, wir sind angekommen und ich habe mich damals schon gewundert, warum dieser Bereich anders aussieht. Ja, jetzt weiß ich es. Hier wurde drauf geschossen. Ich glaube, das ist der Bereich hier genau vor uns. Schwer zu sagen jetzt gerade. Weiß auch nicht, ob wir irgendwie hochkommen. Seht ihr das? Ja, wir können leider nicht hoch. Sonst könnten wir uns anschauen, von wo die geschossen haben. Das ist alles leider bewachsen. Aber im Zweifel von da oben, ne? Im Zweifel von da oben, wo wir gerade standen. Das bedeutet, die sind gar nicht runtergefahren. Krass. Ich bin gut aus Harten. Ich bin jetzt auf jeden Fall wach. Und wir sind jetzt wieder am Sportplatz. Und gleich sind wir dann oben. Vielleicht gehe ich sogar noch ins Restaurant. Und dann zum Auto, zum Diego. So, meine lieben Leute. Also, ich habe es tatsächlich noch gemacht. Ich bin noch ins Restaurant gegangen und ich zeige euch mal, was ich mir geholt habe. Selbstgemachte Erbsensuppe, eine Bockwurst, ein Getränk, keine Werbung und eine Mega-Aussicht. Ich kann auf jeden Fall das Restaurant empfehlen. Ich habe zwar noch nicht probiert, aber die Menschen da drin ultra nett, sehr, sehr zuvorkommend. Und ich esse jetzt mal. Guten Appetit. So, meine Freunde, also für mich ist jetzt der Zeitpunkt angebrochen, das schicke Örtchen hier zu verlassen. Aber ich zeige euch auf jeden Fall noch mal den spektakulären Sonnenuntergang. Hoppala, da ist ein Hund. Schaut euch das mal an. Die Sonne versinkt gleich. Und diesen Augenblick durfte ich gerade genießen beim Essen. Unglaublich. So, meine Lieben, also wir sind tatsächlich jetzt am Auto angekommen. Wir haben gerade gezahlt. Parken und Eintritt für das Gelände in Summe 6 Euro. Ich habe genau 3 Stunden gebraucht. Da habe ich das gesamte Gelände außen gesehen und ich bin runter bis zur Talsperre gegangen. Ihr habt es ja gesehen. Also 3 Stunden müsst ihr mindestens einrechnen, um hier einmal alles zu sehen, inklusive Abendessen, wobei ich mir das eher reingeschlungen habe, damit der Kollege hier nicht so lange allein ist. Der hat sich auf jeden Fall gefreut, gerade noch draußen gewesen. Und ich glaube, der ist gleich froh, wenn wir dann auch zu Hause sind. Also von daher, heute gibt es eine richtige Abmoderation. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. An dieser Stelle vielen, vielen Dank an alle Kanalmitglieder. Ich weiß, ihr unterstützt den Kanal, ohne dass ihr etwas dafür bekommt. Bei anderen Kanälen gibt es, glaube ich, irgendwie Videos mal vorher oder keine Ahnung, was auch immer. Bei mir gibt es tatsächlich nichts, deswegen, das ist natürlich freiwillig und ich habe schon ganz viele Kanalmitglieder, in Summe glaube ich schon über 50 und davon sind einige schon seit fast Beginn an dabei und bedanke mich bei jedem einzelnen Kanalmitglied, aber natürlich bei denen, die mir schon so lange die Stange gehalten haben, insbesondere da, wo ich die Pause gemacht habe. Vielen, vielen Dank an euch. Solche Touren sind möglich, weil ihr den Kanal unterstützt. Also ihr habt die Möglichkeit, den Kanal einmal zu unterstützen mit Kanalmitgliedschaften. Ihr könnt die Amazon Affiliate Links nutzen. Ich habe sogar schon mal einen Leserbrief bekommen, da war Geld drin. Das ist einfach abnormal, was mittlerweile alles möglich ist und wie ihr mich unterstützt bei meinen Abenteuern und bei meinen Exkursionen. Und hier an dieser Stelle, das ist absolut nicht erforderlich. Das bedeutet, ich würde die Sachen auch ohne das tun, dass ihr den Kanal unterstützt. Aber weil ihr keine Gegenleistung dafür bekommt, bedanke ich mich umso häufiger bei euch, weil das ist einfach nicht selbstverständlich. Und einfach vielen, vielen Dank. Also, Diego und ich, wir sind jetzt fertig hier. Wir fahren jetzt nach Hause. Dann gibt es nochmal wahrscheinlich irgendwie Bier. Ich weiß es noch nicht ganz genau. Und dann entspannen wir uns noch ein bisschen vom Fernseher. Vielleicht schneide ich sogar heute noch ein bisschen. Aber an dieser Stelle ist das Video zu Ende. Also vielen Dank, dass ihr bis zum Ende dran geblieben seid. Vielen Dank, dass ihr Teil der Community seid. Und für die, die das Video nicht in der Premiere sehen, weil sie gar nicht wissen, dass es sowas wie Premieren gibt, normalerweise jeden Sonntag und jeden Mittwoch, Sonntag um 12 Uhr,
Mittwochs in der Regel so um 19 Uhr gibt es eine Premiere. Da werden die Filme, die ich gemacht habe, das erste Mal veröffentlicht. Und da habt ihr die Möglichkeit, mit der Community und mit mir dann zu schreiben. Also wenn ihr mal Lust habt, schaut gerne mal bei den Premieren vorbei. Die Daten hatte ich ja dazu gerade gesagt. In diesem Sinne, euer Random Life ist raus. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, tschüss, adieu und goodbye. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Relikte der Vergangenheit. Mein Name ist Random Life und wir befinden uns heute an der NS Ordensburg in Vogelsang. Und heute ist mit mir der Thomas Kreies, Museumsdirektor. Und ich freue mich, dass wir heute hier die Möglichkeit haben, mit Ihnen auf Exkursion zu gehen und uns einige Gebäude von innen anzuschauen und natürlich die Geschichte einmal hautnah live zu erleben. Und vielleicht können Sie uns ein, zwei Sätze geben, wie ist das Ganze damals entstanden in der NS-Zeit, wofür war dieses Gelände und was ist vielleicht auch in der Nachkriegszeit passiert? Ja, Ausgangspunkt war das enorm schnelle Wachstum der NSDAP und man wollte dann also Menschen heranziehen, die Parteiverwaltung und natürlich öffentliche Verwaltung übernehmen. Und dann hat man sich dieses Ordensburg-System überlegt und hat diese Einrichtungen an vier Stellen geplant im Reichsgebiet. Also die eine halt hier relativ nah an der deutsch-belgischen Grenze und wollte hier so seinen, ich nenne es jetzt mal in Anführungszeichen, Nachwuchs, Verwaltungsnachwuchs heranziehen. Und hat dann in relativ schneller Zeit von 1934 bis 1936 diese Architektur hier hingesetzt. Der Architekt Clemens Klotz, der das Ganze hier aufgezogen hat, der auch für andere Bauten verantwortlich zeichnete. Und ab 1936 dann diesen, in Anführungszeichen, Ausbildungsbetrieb hier begonnen. Mit 2.500 jungen Männern, die man dann eigentlich herangezogen hat. Also da war wenig Verwaltungskompetenz gefragt und ganz, ganz viel Ideologie ist denen vermittelt worden dabei. Mhm. Und das war auch definitiv von Anfang an das Ziel dieser NS-Ordensburgen. Und wie viele Menschen haben hier oder wurden ideologisch aufgeladen zu dem Zeitpunkt? Also wie gesagt, 2.500 hat man ausgewählt, die dann in verschiedenen Jahrgängen, also erst so einen Ausbilderjahrgang und dann die eigentlichen regulären Jahrgänge hier nach und nach herangezogen wurden. Man wollte später sogar die Kapazität nochmal erweitern. Allerdings ist dann natürlich quasi der eigene Krieg dazwischen gekommen. Und ab 1939 sind dann hier die Arbeiten eingestellt worden. Also es hat schon sehr, sehr viel gestanden in der kurzen Zeit. Man hatte aber noch weitgehende Ausbaupläne. Ich sage mal, so eine Art Germania in der Eifel hier hinzusetzen, also in diese ja doch eher beschauliche Gegend. Und man wollte auch die Kapazität, wie gesagt, nochmal erweitern. Und man hat sich allerdings in der NS-Riege auch intensiv gestritten über das Ausbildungskonzept. Das war hier also sehr stark geprägt auch von körperlichem Drill. Man wollte so eine Art neuen Menschen erschaffen, der sich vor allem... Den Herrenmensch, oder? Genau, also Bestimmung Herrenmensch, das war so das Versprechen an die. Ne? Ihr seid diejenigen, die Herrenmenschen sind, die Welt zu beherrschen. Ne? Also hochideologisch, ne? Denn das, in so einer Ideologie existieren natürlich auch immer Untermenschen, also slawische, jüdische Menschen und dergleichen. Das haben die hier im Prinzip Tag für Tag vermittelt bekommen. Es gab aber auch Streitigkeiten innerhalb der NS-Riege. Was ist das richtige Ausbildungskonzept? Wollte das auch überarbeiten? Ein Glück, dazu ist es dann natürlich nie mehr gekommen, weil diese Ausbildung dann nicht wieder auflebte. Und diese NS-Ordensburg war sehr stark im Zweiten Weltkrieg von der NS-Ideologie geprägt, aber in der Nachkriegszeit gab es auch eine gewisse Nachnutzung. Ja. Können Sie da vielleicht auch ein bisschen drüber erzählen? Ja. Also wie die Abläufe waren, unmittelbar zum Ende des Ersten Weltkriegs, erst die Amerikaner nach einem sehr intensiven Kriegsgeschehen, gerade hier in der Gegend, auch für die Amerikaner ja leider sehr verlustreich, haben das dann hier an die Briten übergeben. Sie sprechen den Hürtgenwald an und die Ardennenoffensive, oder? Genau, genau. Also das muss man ja sagen, also völlig unsinnige Ereignisse. Ich meine, Krieg ist immer unsinnig, aber in der Form zu dieser Kriegsphase, da hat die Wehrmacht sich ja wirklich nochmal mit allem dem Vormarsch der Alliierten, also hier insbesondere den Amerikanern, entgegengestellt und haben das Ganze dann an die Briten übergeben. Dann wurden ja die Besatzungszonen eingerichtet und die Briten haben ja Nordrhein-Westfalen unter anderem
übernommen und haben das dann aber hier an die Belgier übergeben. Wir sind ja nur ein paar Kilometer weg von der belgischen Grenze. Mhm. Die Belgier haben das häufiger für die Briten auch an anderen Standorten, etwa in Köln und dergleichen, haben die ja Standorte übernommen und haben dann hier einen Truppenübungsplatz eingerichtet, wo dann also aus den ganzen westeuropäischen Ländern im Prinzip mehr Menschen miteinander geübt haben, als hier vorher Soldaten ausgebildet wurden, ab 1956 dann auch wieder deutsche Soldaten. Und damit ist es natürlich auch ein Symbol für die zweite Hälfte des 20. Jahrhunderts, in der ja dann mit viel Ruckeln und einem Aufeinanderzugehen und den Deutschen, so muss man es formulieren, auch die Möglichkeit gebend, an diesem Europa dann irgendwann auch wirklich mitzuwirken, also in Frieden und in guter Nachbarschaft. Und dafür ist es natürlich auch ein Symbol, denn hier haben über mehr als 5 Jahrzehnte die Menschen aus den ganzen westeuropäischen Ländern miteinander geübt. Mhm. Gut, und die letzte Phase, dann Fall des Eisernen Vorhangs, wo man dann davon ausging, man braucht das eigentlich in der Form nicht mehr. Ich meine, ist heute die Frage, ob wir uns da getäuscht haben. Also Truppenübungen. In der letzten Phase hat man sich dann entschieden, aus sehr guten Gründen, auch seitens des Landes Nordrhein-Westfalen, das Ganze zu erhalten als eine Erinnerungsstätte. Um hier also sowohl historisch-politische Bildung zu praktizieren, also insbesondere für Schülerinnen und Schüler, wir haben hier über 500 Schulklassen im Jahr, aber auch Naturschutz, Umweltschutz, Artenschutz in dem ja immer noch einzigen Nationalpark Nordrhein-Westfalens, also Nationalpark Eifel, einzurichten. Mhm. Und ein drittes ist uns immer wichtig, den Menschen das auch zu vermitteln, was, glaube ich, auch so ein bisschen die Grundidee unseres Gemeinwesens zeigt. Das ist diese Begrifflichkeit internationaler Platz. Dafür also steht Vogelsang IP, die Abkürzung ist internationaler Platz, oder? Genau, genau. Und das soll natürlich symbolisieren, dass man dem Rassismus und Antisemitismus, der hier natürlich in Reinkultur in der NS-Zeit praktiziert worden ist und vermittelt worden ist, dass man dem ein anderes Modell, insbesondere auch von Vielfalt und Toleranz, internationalen Miteinander entgegensetzen. Also, dass wir heute hier an solchen Grenzlinien wie hier, die ja in der Geschichte immer eine unrühmliche Berühmtheit erlangt haben, dass man hier heutzutage natürlich ganz, ganz anders miteinander umgeht. Mhm. Und hier auf der NS-Ordensburg gibt es auch Ausstellungen, habe ich gesehen. Eine ganz wichtige ist die Dauerausstellung. Können Sie vielleicht da auch noch mal ein, zwei Worte drüber verlieren? Ja, also die ist 2016 dann geöffnet worden. Das Gelände selber ist schon Jahreswechsel 2005, 2006 für die Menschen wieder geöffnet worden, auch relativ schnell mit Führungen versehen. Die Ausstellung ist sehr sorgfältig vorbereitet worden, auch mit der Uni Heidelberg zusammengearbeitet in einem mehrjährigen Projekt. Die zeigt die Geschichte dieser NS-Ordensburgen in all ihren Facetten, inklusive natürlich der Verbrechen, die von den hier ausgebildeten Ordensjunkern dann ab dem Überfall auf Polen und auf die Sowjetunion in Osteuropa verübt worden sind. Also wenn Sie bedenken, über 300.000 Ermordungen von, na, ich sage jetzt mal, rund 500 Ordensjunkern, die dann dort eingesetzt gewesen sind, dann wissen Sie, dass Vogelsang natürlich in der Geschichtswissenschaft einen klassischen Täterort darstellt. Ne? Absolut. Ja. Und die Aufklärung ist heute wichtiger denn je. Und ich würde mir natürlich wünschen, dass durch dieses Video weitere Menschen auf diesen Ort aufmerksam werden, international und hier auch diesen Ort besuchen, damit wir weitere Aufklärung durchführen. Vielleicht noch eine abschließende Frage. Was würden Sie der Jugend mitgeben? Ja, auf diese Dinge, auf diese Zusammenhänge sehr genau zu schauen, differenziert, mit einem eigenen Urteilsvermögen, sich gerade auch Geschichte anzuschauen, denn deswegen heißt es ja auch historisch-politische Bildung. Nur wer die Geschichte sich genau anschaut, hat auch für viele Phänomene, die uns heute beschäftigen in der aktuellen Politik, also gerade in der internationalen Politik, das richtige Gespür und dieses nicht irgendwelchen Parolen auf den Leim gehen, ne, und im Zweifel dem Lautesten zu folgen, sondern sehr kritisch mit allem, was vermittelt wird, auch heute, egal welche Parolen und von wem,
das kritisch zu hinterfragen und sich wirklich auch eine eigene Meinung zu bilden. Vielen Dank. Herr Kreis, vielen Dank für die Möglichkeit, heute hier gewesen zu sein. Und das kann ich absolut unterstreichen. In der heutigen Zeit unterliegen wir ganz, ganz vielen Medien, sei es Social Media, sei es TV. Und da gibt es leider ganz viele Fake News auch in der heutigen Zeit. Und wir müssen einfach darauf aufpassen, mit einem wachen Auge, dass wir richtig informiert werden und uns am besten selber mit solchen Orten beschäftigen. Und der Kanal dient der Aufklärung. Und ich hoffe, dass ein Stück weit Aufklärung auch heute hier stattgefunden hat, insbesondere auf den Blick des Nationalsozialismus. Und ich bedanke mich an dieser Stelle. Vielen Dank. Ja, Dito.